So, Hallöchen und einen wunderschönen guten Abend an alle, die sich bisher eingefunden haben bei diesem Livestream. Ja, ich habe schon gelesen, ich habe mal wieder Generals zum Laufen bekommen. Es war jetzt ein kleiner Kampf, das Uncut hinzubekommen, also wirklich jetzt Zero Hour, sowohl Uncut als auch mit Pfeiltastensteuerung für die Kamera, was ich umstellen musste, umschreiben musste. Als auch eine Full HD und weiter Zoom-Auflösung und alles Mögliche. Also da muss man ein bisschen tricksen und war einige Tage damit beschäftigt, dass das alles miteinander harmoniert. Aber ich scheine es hinbekommen zu haben. Aber gut. Hallöchen zusammen. Und bevor es Fragen gibt, ich möchte schon mal klarstellen, ich spiele heute Vanilla, also das Vanilla Zero Hour. Einfach im Singleplayer ein bisschen, also Gefechte oder vielleicht Generalsherausforderungen oder was auch immer. Und sollten wir mal irgendwann mit Mods spielen wollen, dann könnt ihr ja Vorschläge geben, dann wäre das vielleicht für zukünftige Streams. So habe ich mir das gedacht, dass wir einfach so erstmal wieder einsteigen und dann wegen, keine Ahnung, was gab es nicht alles, Shockwave und dann gab es noch andere. Ich habe schon auch die Übersicht über die Mods verloren. Ich glaube, es gab auch Rise of the Reds, das war auch ziemlich gut, aber ich weiß jetzt nicht, was die Leute sehen wollen und was gerade gut ist. Von daher werde ich erstmal Singleplayer ein bisschen Vanilla spielen und dann gucken wir mal. Okay, dann würde ich mal sagen, bitte schneiden und normal hochladen. Also gut, das heißt ja schneiden, also ich lasse, der Stream bleibt einfach oben. Und ganz ehrlich, das meiste vom Spiel, ich würde ja, wenn ich Schnitt setzen würde, würde ich vielleicht die ersten 5 Minuten Begrüßung wegschneiden und dann einfach die Parts aufteilen. Von daher, wenn jemand das nachgucken will, kann er das gerne machen. General ist gerade alle 2, Multiplayer Beste. Rise of the Reds ist geil. Ja, da habe ich auch schon viel gehört von. Ich glaube, ich habe es irgendwann noch mal installiert und ein bisschen gespielt, aber es ist ewig her. Okay. Dann würde ich mal sagen, machen wir mal Musik aus. Machen wir mal Desktop an. Weil ich muss Generals über Desktop-Aufnahme machen. Ich habe geschaut, es geht nicht anders. So, und ich hoffe, dass alles funktioniert. Ich habe jetzt eine Weile geschaut, dass ich alles zum Laufen bekomme. Dann gucken wir einfach mal rein. Bitte Zero Hour, danke. Ich habe jetzt ewig mit dieser, übrigens, oh, sagt mir übrigens, wenn das Spiel zu laut ist. Ich habe jetzt übrigens sehr, sehr lange mit dem Uncut-Patch herumgespielt, weil nee, lange Zeit hat er nicht vollständig funktioniert. Jetzt mittlerweile geht's. Es kommt mir so vor, als wäre es zu laut. Kann das sein? Ich bin mir unsicher. Sagt mir bitte, ob es hinhaut. Wenn es zu laut ist, dann muss ich ein bisschen leiser stellen. Gut, so ist es. Achtung, bei 600. Das ist nicht unbedingt der Wahrheit entsprechend, aber ja. Bisschen zu laut. Okay, warte, dann mache ich das mal über hier. Mixer. Laut. Etwas zu laut. Also reicht es vielleicht, wenn ich es auf 4 mache. So, dann ist es jetzt ein bisschen leiser. Wie haut es jetzt hin? In Ordnung? Oder ansonsten kann ich vielleicht noch ein bisschen runtergehen? Im Falle hier. Ich meine, hier im Menü ist es klar leiser, aber das Spiel an sich ist halt lauter. Nein, 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 nein! Abbrechen! Sofort das Alte zurück. Oh Gott. Meine Güte, erschreckt mich. Weil ich muss da jedes Mal in den Dateien, ich muss dir jedes Mal die Dateien umschreiben, wenn ich eine andere Auflösung haben will. Und das ist leicht eklig. Gut so? In Ordnung? Ja, das hört sich doch gut an. Gut, dann mache ich mal selbst für mich ein bisschen leiser, weil... Ah, okay, deswegen. Das ist doch gut zu hören. Okay, ich würde mal sagen, Kampagne steht außer Frage, das müssen wir nicht unbedingt machen. Es sind zwei Sachen, die... Also, Kampagne habe ich eh schon komplett gespielt. Es gibt zwei Sachen, die wir heute Abend machen können. Entweder wir machen ein paar Gefechte einfach. Auf beliebigen Karten mit beliebigen KIs. Oder wir machen noch eine Generalsherausforderung. Denn ich habe damals, glaube ich, auch im Let's Play nicht alle gemacht. Ich muss echt überlegen, welche ich alle gespielt... habe ich damals auch schwer gespielt? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber wenn ich jetzt irgendwas spielen wollen würden, tuten...
Ich kann mich erinnern, dass ich den Superwaffengeneral gespielt habe. Ich hatte, glaube ich. Jetzt bringe ich es halt durcheinander, weil es gab auch einige Generäle, die ich nur mit Mod gespielt habe, ne? Von daher weiß ich jetzt gerade gar nicht, wen ich gespielt habe. Ich kann mich nur an den Superwaffengeneral erinnern. Von daher, wenn ihr mir ein bisschen auf die Sprünge helfen könntet, ansonsten müsste ich meine Playlist selbst nochmal angucken. Ja, wir könnten heute Abend einfach eine Herausforderungskampagne spielen und gucken, wie weit wir kommen, oder wir machen Gefechte. Für Gefechte. Was gab's denn eigentlich alles? Da. Du hast Alexandra, Kassat und Quai gespielt. Ah, okay. Also den Panzergeneral, die Superwaffengeneralin und Kassat hier war ja hier für Tarnung. Ja gut, Herausforderung. Wenn ihr Herausforderung wollt, dann würde ich mir vorstellen können, entweder Dr. Trax zu spielen, was GBA angeht. Vielleicht den Infanteriegeneral für China und für USA. Laser- oder Luftwaffen, wir wären beide eigentlich recht. Superwaffentarnung und Panzer, alles klar. Herausforderung mit Granger. Granger ist auch ziemlich tricky, tatsächlich zu spielen. Ich kann mich erinnern. Den habe ich damals in meiner Kindheit habe ich den sehr gern gespielt, aber er ist echt gemein zu spielen. Mit Mods hatte ich Feiern den Gemoddeten, also den neuen. Okay. Viele sagen Gefechte. Ich meine, bei Gefechten können wir uns dann natürlich mehrere angucken, ne? Vor allem Sachen, die wir noch nicht wirklich hatten. Was gibt's denn überhaupt an Maps? Oh, ich hab noch Rise of the Red Maps da. Die sind noch drin. Ich habe das Spiel eigentlich komplett neu installiert. Irgendwie sind noch die von der Mods drin. Und ich weiß nicht, ob die im Hauptspiel funktionieren. Deswegen, ich weiß nicht. Oder ist. Ach, ich muss auf offizielle Karten gehen. Heute bitte Infanteriegeneral. Ich meine, da hätte ich auch schon Bock drauf, auf diese Minigunner-Infanterie, ne? So eine Herausforderung zu machen mit der Minigunner-Infanterie oder Gefechte. Na stimmt, der Atomwaffengeneral wäre aber auch eine Idee. Ich muss übrigens gerade mal gucken. Upsa. Oh nein. Geh weg. Genau das hatte ich schon mal. Ich darf da nicht draufklicken. Nein. Nein. Genau das. Das Problem hatte ich heute schon mal. Ich dachte, das lag an der Aufnahme mit OBS. Ich darf nicht auf den Desktop zurück. Ich habe jetzt nur mal kurz mein Stream-Overlay wieder angemacht, weil das im zweiten Bildschirm verschwunden ist. Ich hoffe, es funktioniert, solange ich nicht auf den Desktop zurückgehe. Okay. Dann machen wir einfach ein paar Gefechte, würde ich sagen. Meine Herausforderung würden wir heute eh nicht fertig bekommen. Das ist halt das Problem. Meine Herausforderung, ich glaube, das hat ziemlich lange gedauert, bis man da durch war. So 10, 15 Stunden oder so. Von daher machen wir einfach mal ein Gefecht. Wir können ja mal, ja gut, was wäre ich eigentlich am liebsten? 1 gegen 1. 2 gegen 2. Wir können erstmal mit einem 1 gegen 1 anfangen. Gegen eine schwere KI oder so. Was würde sich denn anbieten, wenn wir den Infanteriegeneral spielen wollen würden, Toten? Hatte ich leider auch zu oft. Diese Abstürze, das ist natürlich doof. Aber solange ich nicht auf den Desktop zurückgehe, soll es eigentlich funktionieren. Weil das hatte ich echt immer nur, wenn ich auf den Desktop zurück bin, um zu kontrollieren. Silent River sieht eigentlich gar nicht schlecht aus, ne? Das könnte man eigentlich nehmen. Das ist Uncut Chris. 1 gegen 7 war schwer, ja klar, natürlich. Ich habe das Spiel seit 4 bis 5 Jahren nicht gespielt. Das wollt ihr mir nicht ernsthaft antun. 1 gegen 1 gegen 1. Stimmt, das würde sich auch anbieten. Eine 3-Karte mit allen 3 Fraktionen. Sowas hier. Da ist was dran. Nehmen wir mal Flash Effect. Dann, weil es das so viele Leute sehen wollen, nehmen wir mal den Infanteriegeneral. Und dann nehmen wir noch 2 Schwere rein. Einmal USA und einmal GBA. Wollen wir einfach allgemein bleiben oder wollen wir den spezielle Generäle geben?
dass du immer, wenn du ein Gefecht starten wolltest. Zusammen mit Koga gegen 6 schwer. Ich weiß gar nicht, ob Koga Generous spielt. Ich weiß gar nicht, ob er das überhaupt kennt. War 30 eigentlich normale Spielgeschwindigkeit? Ich kann mich irgendwie erinnern, dass ich 40 hatte. Oder vertue ich mich da gerade? Tracks und Super. Okay. Dann machen wir das mal. Ich glaube, wäre gerne unten links. Ist eigentlich egal, wer wo ist, ne? Superwaffengeneral, die hat ja dann diese EMP-Raketen, ne? Das ist ziemlich uncool. Geil, diese Superwaffen sind nur was für Pussys. Das ist alles komplett frisch, ne? Auch von den Daten, Wahnsinn. Na komm, dann machen wir einfach mal. Bevor wir rumlabern, dann haben wir noch ein paar mehr Runden. Wir haben den Infanteriegeneral, dann gucken wir mal. Und übrigens, ich habe auch weiteren Zoom drin. Da habe ich auch heute rum experimentiert mit. So, mal gute Frage. Ist alles so lange her. Minigunner. Komm, mache ich gleich mal die Minigunner-Ausbildung, weil wenn, dann spamme ich die ja sowieso. Wo ist denn eigentlich? Ach, da unten ist Ö. Gibt es hier kein Versorgungsfeld? Ach, da. Ich verstehe. Ja. War das eigentlich normal, dass man mit Rechtsklick bewegt hat? Ich glaube, das war bei Generous normal, ne? Einmal ausbilden, einmal so. Ich versuche gerade noch so ein bisschen gedanklich wieder zu rekonstruieren, was man hier eigentlich alles hatte und gemacht hat. Hui. So. Infanterie furzt auf EMP. Ja gut, das stimmt tatsächlich. Das, ja, stimmt, die Minigunner, die waren echt lustig. Die haben, die, vor allem mit Truppentransportern, haben die übelst rein gehauen. Daran erinnere ich mich. Ja, bitte. So, dann gucken wir mal. Ich meine, ich glaube, die Minigunner konnten ja sogar Flugzeuge angreifen, ne? Oh, da oben hätte ich eigentlich auch gerne mal, sehr gerne ein kleines bisschen Ressourcen. Panzerfabrik können wir ja trotzdem mal machen. Schon allein für die Truppentransporter. Ja, gerne Radar. So, ihr macht hier. Du holst mir da unten. Du auch. Und dann haben wir da oben noch was. Generell invertiert von der. Also, es macht ein bisschen. Das ist auch ein bisschen, was ein bisschen Kürre macht, weil ja Schlacht Mittelerde und Generell ja die gleiche Engine verwenden. Dementsprechend ist das ein kleines bisschen verwirrend. Das meinte ich. So, holen wir noch ein paar Minigunner. Das sind die starken Truppentransporter. Chaingun, Gatling-Waffen verursachen mehr Schaden. Oh ja, bitte. Und ich glaube, mit Bunkern bin ich auch gut dran. Aber hier habe ich auch ein bisschen Gebäude zu befestigen. Mal noch einen weiteren LKW. Und dann gucken wir mal, dass wir auf beiden Seiten sicher sind und auf wen wir uns zuerst konzentrieren. Ich würde mal sagen, diejenigen, die uns zuerst eine Bedrohung sind. So. Wir hatten ja alles schon mal. Ja gut, Hacker kriegen wir jetzt auch schon mal gleich mit Bonuserfahrung. Das ist nicht schlecht. Kannst du die links... Man kann die einstellen. Nee, gut, das Problem ist... Ich weiß nicht, ob ich das umgestellt habe. Ich glaube, es war, glaube ich, ganz gut, dass es so war, wie es ist. Es ist nur eine Umstellung, dass ich weiß, wann es so ist, wie es ist. Und dann bin ich eigentlich ganz glücklich. Komm, ein bisschen Panzerjäger können wir trotzdem rausmachen, weil die Minigun sind super gegen Flugzeuge und Infanterie, aber ich glaube, gegen Panzer nicht ganz so sehr. Natürlich. Natürlich. So, hier haben wir das Ding, da können wir noch ein paar hier erstmal da rein tun. Wunderbar. Ein bisschen gemixt, dankeschön. Ja, panzertechnisch. Wir haben ja noch nicht mal Standardpanzer, sehe ich gerade. Wir können das Chaingun-Upgrade auf jeden Fall mal machen. Wir durchbrechen ihre Panzer.
Horchposten. Ich glaube, zwei Horchposten zu machen könnte keine schlechte Idee sein. So. Oh, da schießt schon was. Ach, von da kommen ein paar Chemiesoldaten von Trax. Befestigter Bunker. Ja, dann machen wir das mal. Dann machen wir mal eine kleine Befestigungslinie hier. Oh, hoffentlich schießt er nicht auf uns. Aber gut, okay, die haben gerade untereinander Stress. Da soll ich mich mal nicht aufregen. Ich weiß gar nicht genau, was wegen Flugzeugen war. Propagandaturmbonus, Hordenbonus. Was ich viel lieber hätte, wäre mal das Webzentrum. Ah, genau das hatte ich befürchtet. Dann mal ein Stück zurück, bitte. Ah, stimmt, das war auch automatisch vermint. Nicht ohne. So, hallo, Horchposten. Bisschen abscannen, dankeschön. Machen wir mal einen Truppentransporter, einfach weil die lustig sind. Und dann machen wir mal ein paar Hacker, dass ein bisschen Geld reinkommt noch. Und dann hoffen wir mal, dass jetzt nicht zu schnell mit Superwaffen gespammt wird, weil das könnte ziemlich böse werden. Och, ein Gegner. Na, kommt da nah genug? Yay. Kann ich auch Nukleargeschütze bauen? Na, Infernalgeschütze, ich weiß. Ja, doch, kann ich aber trotzdem. So, ja, der kommt nicht weit. Und der auch nicht. Gab es hier Mix? Ja, ich glaube, Mix sollte ich bauen dürfen. Ich mach mal welche. So, ihr geht mal ins Webzentrum, bitte. Kommandozentralen Orten, mach mal einfach mal. Ich kann mir schon vorstellen, wo die sind, aber egal. Jetzt habe ich nur Minigunner hier drin. Das ist natürlich schlecht. Ich brauche mal wirklich noch ein paar Raketensoldaten. Obwohl die schon gut Schaden machen. So ist es nicht, aber... Hui. So. Was? Keine Mauern und Türme. Die gibt's hier nicht, nein. Ich könnte auch mal ein paar mehr Bulldozer brauchen, würde ich sagen. So, Mix. Ach stimmt, wir hatten ja auch die Helix, ne? Und Helix hatten doch auch außen aus dem Helikopter rausschießen können, ne? Oh, okay, das ist sogar noch besser. Ich sehe nicht nur das Kommandozentrale, sondern sogar noch außen rum. Und die haben gerade Stress untereinander, wie es aussieht. Oh Gott, Scudwerfer. Nein, danke. Ich baue für China. Das Gewitter beginnt. Denen versauen wir den Tag. Einen Bunker, das hört sich doch gut an. Oh ja. Na komm, wir können den Hordenbonus mal verbessern. Wo kann der Turm von mir ist auch? Hui. Bitte reparieren. Ah, ich merke gerade, Energie könnte auch besser sein. Aber gut, ich habe nur ein einziges Kraftwerk bisher. Ich habe echt keinen großen Energieverbrauch bis jetzt. So. Denen versauen wir den Tag. Genau. Helix mit Bunk-Upgrade und rein da. Genau das ging. Ha, genau deswegen habe ich diese Posten aufgebaut. Aber stimmt, die Mannschaftstransporter könnte es ja ebenfalls. Ey, nein, nicht die Ölquellen kaputt machen. Seid ihr des Wahnsinns? Alter. Aber sonst. Ja, gut, okay. Haut euch bitte weiter gegenseitig. Ich chill hier einfach meine Nuts. Oh, ich glaube, ich chill doch nicht so meine Nuts. Okay. Zumindest, wenn es bei mir rein. Gut, okay. Wenn ihr meint, dann mache ich auch was.
Ich mach sogar zwei. Die waren gerade im Angebot. Es war Sommerschlussverkauf, alles muss raus. Oh, hier, USA lässt mich gerade komplett in Ruhe, ne? Oh, hi. Bitte geht weg. Das hat aber auch gedauert. Nukleargeschütze wären durchaus eine Idee. Aber andererseits, ah, ja, Minigunner-Abwurf. Aber die Artillerie, ich mach trotzdem. Einmal bitte die die Nukleargeschütze. Die sind durchaus praktisch. Dann machen wir auch gleich mal eins. Alle keine vorübergehend sichtbar, naja. Ne? So, bitte mal noch mehr Einheiten raus. Mal schön gemischt. So, der hat jetzt auch schon zwei Batterieknoten. Wir haben zu wenig Energie. Gegen wenig Spiel, einfach nur gegen KI. So, dann gucke ich mal, ob ich das Ding hier gesprengt bekomme. Ein paar Mix können wir auch mal machen. Was hat mir da gerade so viel? Ah, okay, ich glaube, es sind die Atomraketen. Das ist natürlich eine schlechte Idee. Ein paar mehr Kraftwerke bitte verteilt. Mutter aller Waffeln. Mhm. So, ein paar Minigunner im... Ja, jetzt wollt ihr es aber auch alle wissen, oder? Solange ihr nicht auf mich schießt, bin ich eigentlich ganz glücklich. Warum schießt der? Warum haben die so eine hohe Reichweite? Aua. Und dann repariert er sich ja auch noch. Das den zurückzuziehen bringt jetzt auch nichts mehr. Okay, dann komme ich. Dann mache ich das mit Mix. Obwohl, Moment mal, ich krieg die ja auch. Was haben Sie für mich? Ich gehe da jetzt einfach mit dem Heli rein. Das sind lila Wolken in meinem Bunker. Tracks über die Farben müssen wir noch reden. So. Weg mit dem Ding. Hui, die schießen da aber. Ja, okay, ich glaube, der Superwaffengeneral wird so schon ziemlich zerschossen. Zumindest macht die GBA da gerade übelst Stress. Die haben da gerade wirklich Probleme irgendwie. Irgendwie ist euch übrigens schon mal was aufgefallen. Als Generis damals rauskam, 2003, war das ja, das ist ja auch einer der Gründe, warum das Spiel damals zensiert wurde, weil es ein bisschen nah an der Realität war, als gerade der Irakkrieg und alles mit Afghanistan wieder begonnen hat und alles Mögliche. Ist euch eigentlich mal aufgefallen, dass mit dem IS und mit dem aktuellen Afghanistan-Vorfällen, allem Möglichen, was gerade so passiert, das Spiel aktueller wieder ist als denn je? Vor allem, weil das ja sowieso irgendwie so 2020 angeblich rumspielen soll oder so. So. Wie wurden die Leute aus dem Truppenausbau raus? Warnung. Partikelkanone aktiviert. Bitte nicht auf mich. Ah, gut, wenigstens die Rache an denen, die es verdienen. Und vor allem auch die Konflikte mit China, das möchte ich auch noch anmerken. Scud Launcher mit Heli. Oh, apropos Heli weg. Ja, ich glaube, mein Heli ist weg. Ah, nee, mein Heli ist da. Was? Sie haben ein Ziel für mich? Wisst ihr was? Ich mache jetzt einfach eine riesige Minigunner-Front. Ich spam die jetzt einfach in riesigen Massen und schicke da einfach eine riesige Menge gegen was. Warum denke ich so viel nach über irgendwelche Strategien? Tschüss. Mehr Minigunner-Abwurf. Holen wir uns mal fünf. Ich hau die jetzt einfach raus. Und noch mehr. Und noch Truppentransporter dazu. Wenn wir schon in Infanterie spielen, dann überrennen wir den Gegner auch mit Infanterie. Minigunner meldet sich zum Dienst.
Einheit verloren. Dein Social Score wurde um 20 gesenkt. Es gibt keine Konflikte mit... Oh, ja, stimmt. Ah ja, Ruine. Ja, klar, jetzt ist mir eingefallen. Mann, beinahe. Beinahe. Das heißt China. Oh, diese alte China-China-Diskussion, ja? Hört mir auf. So, ich mache mal mehr Atomraketen. Beste Verteidigung der Chinesen war ein Punkt mit Raketenwerfern bis zwei Kettentürme. Allgemein schon, aber wir haben ja jetzt den Infanteriegeneral, der macht eigentlich alles mit Bunkern, weil der hat ja Gatling-Soldaten einfach nur. Ich finde es echt schön, wie die sich beide gegenseitig übelst snacken und ich hier einfach chillen kann. Es sei denn natürlich, es kommen Infiltratoren. Hi. Bitte gehen Sie wieder. Hui. So, mehr Minigunner. Noch mehr Minigunner. Ich stürme jetzt einfach nur alles nur mit Minigunner. Kann man eigentlich... Ja, mit Shift und mit SRG geht's nicht. Also ich glaube mal nicht, dass man hier Gruppierungen setzen kann. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wen ich zuerst angreife... Ja. Alle. Alle sind zuerst dran. Oh, da ist ein Schwarzmarken. Das ist der, ich krieg den Skat doch bestimmt ein bisschen mit dem Mix da bombardiert, ne? Hui. Oh nein, nein. Aber nicht auf mich, ja? Ihr mögt euch gegenseitig nicht, ne? Für ignoriert euch den Skatsturm. Angreift, die Raketen sind eh schon unterwegs. Die können jetzt eh nicht mehr die... bitte nicht. Bitte nicht Raketen bei mir. Ah, gut. Irgendwie können die sich gegenseitig nicht leiden. Der Minigunner. Unsere Atomrakete ist bereit, General. Ah. Wäre doch gemein, wenn ich jetzt nochmal auf die USA schießen würde. Die sind eh schon gerade am Struggeln. Wenn, dann schieße ich, dann gehe ich zuerst auf die GBA. Neutronengranaten. Nee. Ah, einfach mehr Infanterie, bitte. Zur Unterstützung. Truppentransporter noch mehr. Einfach noch mehr Infanterie. So, hier haben wir, da haben wir, dort haben wir. Noch. Kann der mal aufhören, hier ständig meinen Truppentransporter rauszuschießen? So, Alter. Partikelkanone aktiviert. Hä? Ach, da oben. Da strahlt es. Okay, ich würde sagen, wir können ja mal ein bisschen... Jawohl! Gerade... Schleichzeug. Aber gerade gegen Dr. Trax mit Infanterie anzukommen, ist eigentlich auch nicht unbedingt die beste Idee, oder? Na, was soll's. Angriff! Verstanden. Wird gemacht. Ich kann ja mal vorher ein bisschen weichklopfen, indem ich sage, ich mache ein kleines Bum-Bum rein. Wir haben eine Atomrakete gestartet. Einheit verloren. Glückwunsch, General. Sie wurden befreit. Oh, danke. Ja, General. Das hätte auch effektiver sein. Das größte Problem ist die GBAs mit der Resistenzliste gegen Atomwaffen. Weil selbst wenn das Gebäude kaputt geht, stehen immer noch die Löcher. Wenn du da keine zweite hinterher feuerst oder sonst irgendwas hast, dann bist du ziemlich am Anus. Danke, 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 danke. Genau so. Ich hätte gerne mehr Fallschirmliga, dankeschön. Ulalalala. Okay, die sind mir alle gerade ein bisschen nah beieinander und hier sind überall noch diese Suppe noch da. Ich glaube, ich könnte echt Raketensoldaten gebrauchen. Ah, gegen Dr. Trax ist echt eklig. Aber es geht voran, es geht voran. Mehr oder weniger. Ich glaube, es ist nicht so, wenn ich Raketensoldaten mit, aber ich wollte jetzt ganz viel Dacker haben. Das ist ja bekanntlich auch die Lösung für alle Probleme. Das Gemeine an Dr. Trax-Soldaten ist ja, dass die Raketenwerfer sogar gut gegen Infanterie sind. Einfach wegen diesem Strahlemann-Effekt. Komm, da haue ich jetzt noch eine Atomrakete rein. Schlecht.
Hui. Noch mehr. Oh, ich habe noch mehr. Ein Bom-Bom-Bom-Bom-Bom-Bom-Teppich. Ja, bitte. Hui. Glaub bloß nicht, dass ich euch vergessen habe. Die werden jetzt bestimmt übelst auf den Sack gehen irgendwann. Obwohl, die sind schon ziemlich zerstört hier, ne? Mach Helis, dann können die auch nicht deine Typen überfahren. Ja gut, okay. Mehr Helix zu machen ist auch eine Idee. Wisst ihr was? Ich hau mal raus. Ich wollte eigentlich auch bei der USA schon links vorstoßen, ne? Komm. Das sind jetzt alles Infanterie, aber ich glaube, das ist gar nicht mal so schlecht gegen den Superwaffengeneral. Weil die können nicht so viel gegen Infanterie. Hui. Diesen Sprühturm würde ich gerne ignorieren erstmal. Obwohl, ich hab doch nix. Da haben wir eine Artillerie. Die ist natürlich böse, aber es geht schon. Bitte die Energie weg. Dann war das eigentlich relativ einfach. Brrrr. Warnung. Partikelkanone aktiviert. Aber nicht auf mich, ne? Wir sind noch Freunde. Ich hoffe. Ja, freut mich, dass wir noch Freunde sind. Da bitte noch die Energie. Die kann doch nicht sein, dass sie immer noch Energie hat. Und weg. Yeah, jetzt ist die Energie weg. Sehr gut. Aber ich würde gerne dafür sorgen, dass es auch so bleibt. Das hier wegmachen, bevor es aufgebaut ist, bitte. Unsere Atomrakete ist bereit, General. Oh, da schießt noch ein Scud-Werfer. Oh-oh. Die sind schon gut. Also nicht so schlecht sind die gar nicht gegen Panzer, aber leider nicht perfekt. Die USA haben ihre Truppen abgezogen, ja. Und sogar wie im realen Vorbild haben die ihr ganzes Gerät da gelassen. Nice, danke schön. Das nehme ich alles mit. Hauptsache, es werden noch Versorgungsabwürfe gemacht. Und gut, das ist relativ nah dran, würde ich sagen. Ah, da kommt noch was raus. Noch ein Panzer, ja, sagt mal. So, habe ich jetzt eigentlich noch Helix? Ja, habe ich. Okay, bitte viel mehr Infanterie. Viel mehr Infanterie. Machen wir einen Ausflug, Jungs? Was haben Sie für Bunker installiert? Bunker. Ja, sowas wie Overlords haben wir ja auch nicht. Keine normalen Panzer, keine Overlords. Wir haben eigentlich nichts, was Spaß macht, aber dafür viel Dacker. Das ist auch gut. Mix, habt ihr irgendwas? Gibt es irgendeinen Grund, warum ihr hier rumfliegt? Ich meine, ihr könnt nochmal kommen und. Der Bunker ist bereit. Hier mein Bombenteppich rein, bitte. Die können wir auch wegmachen. Schon mit einer Fehlermeldung abgestürzt. Ganz am Anfang, aber nur, wenn ich auf dem Desktop gehe quasi. Wenn ich im Spiel bleibe, sollte eigentlich alles funktionieren. Ja, das war gut. Nicht perfekt, aber gut genug. Jetzt machen wir nochmal dieses Bumm und dann sollte eigentlich alles vorbereitet sein. So. Die Partikelkanone geht kaputt. Alles nice. Ja, wunderbar. Boah, was ist denn da alles? Denen versauen wir den Tag. Von hier sehen sie so klein aus. Brrr.
Unsere Kugeln hält nichts aus. Wie lauten ihre Befehle? Ach, guck mal, ganz viele Chinooks. Gott, also wie viele Patriot-Stellungen sind da hinten? Holen wir sie uns. Ja, General. Oh, hi. Unsere Kugeln hält nichts auf. Ja, nice. Ich glaube, das Ding ist jetzt ziemlich geritzt. Unsere Atomrakete ist bereit. Jetzt machen wir einfach mal noch doppelt Bum-Bum da unten rein. Unsere Miniguns werden den Feind vernichten. Yay. Bisschen Artillerie. Gott, leuchtet das. Der litt mit den Valkyren, genau. Ulalalalala. Aua, es tut so weh mit den Chemiewaffen. Nee, ich muss weg, ich muss weg. Ich habe noch einen wichtigen Termin. Trax ist einfach die der beste Konter gegen den Infanteriegeneral. Ohne Scheiß. Den können wir als nächstes spielen, Trax. Und dann können wir uns mal bei der USA entweder den Luftwaffengeneral oder den Lasergeneral mal angucken. Was haben Sie für mich? Bin unterwegs. Ich sehe mir die Sache an. So, mal die Skat-Stellungen bitte kaputt machen. Nicht aufhören. Gott, machen die viel Schaden. Nein, es tut äußerst weh. Es tut wirklich äußerst weh. Jetzt sind hier sogar immer noch diese blöden Dinge. Ich mache einfach mal Infernalgeschütze. Und ein paar Nukleargeschütze. Die habe ich ja nicht umsonst erforscht. Einheit verloren. Gut. Ich würde ganz gerne den Bum-Bum-General, der Juzitz, oder wie hieß der nochmal? Ich glaube, mit dem habe ich doch sogar, ich glaube, mit irgendeinem Mod habe ich da gespielt gehabt. Aber ja, der hat sehr viel auf Explosionen gemacht. Der Explosion-General. Infernal. Ich kann kaum glauben, dass ich damals mit so einer nahen Auflösung gespielt habe, also vor allem so nah rangezoomt. Als ich das erste Mal gesehen habe, da dachte ich mir, boah, nee. Boah, ich habe so einen schönen großen Aufdeckradius, das ist ja Wahnsinn, ich sehe ja alles. Einmal bitte wegmachen, danke. Hui. Und vor allem dieses Ding hier, dieses Sprühteil. Das ist uncool. Denen versauen wir den Tag. Von hier sehen sie so klein aus. Wann geht's los? Bitte verbrennen, danke. Perfekt. Vorsicht. Ja, was? Ist da unten irgendwas? Leichter Overkill. Na, ganz leicht. Ob ich mal wieder Age of Mythology spielen werde? Ich meine, das letzte Mal ist gar nicht so lange her. Da hatte ich ja so eine Multiplayer-Runde gespielt gehabt mal. Aber ich kann es mir schon vorstellen, mal wieder zu machen. Ich glaube, wir haben es geschafft, oder? Yay. Okay. Das war ja ganz gechillt, vor allem, weil wir ja beide gegeneinander gekämpft haben. Mich voll in Ruhe gelassen haben. Nächstes Jahr wird Crusader 20 Jahre alt. Das ist echt Wahnsinn, ne? Das ging eigentlich klar. Was können wir denn noch machen?
Wir können jetzt mal wirklich ein 1 gegen 1 machen. Ein 2 gegen 2 wäre drin. Ich gegenüberzahl, ich bin mir noch unsicher, wie gut es läuft. Aber was würdet ihr als nächstes sehen wollen? Überlegung wäre jetzt für Tracks, also hier Chemiewaffen, für hier Sprengwaffen, also hier Jutsits, was GBA angeht, oder wenn wir jetzt westlicher eins spielen wollen, sag ich schon die geschnittene Messer in die USA, dann Luftwaffe oder Laser. Vorschlag, Achterkarte, jeder gegen jeden. Uff. Das vielleicht als Finale für die letzte Runde oder so heute. Zwei versus zwei, zwei versus drei. 1 gegen 7 schwer mit Tracks, aber 2. Ein 2 gegen 2 mit Luftwaffe hört sich eigentlich ganz interessant an. Weil Luftwaffe ist auch eher so ein Supporter vor allem. Dementsprechend zu sagen, dass ich da, dass wir mal so ein 2 gegen 2 machen und ich spiele Luftwaffengeneral, ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Okay. Was für eine Karte würde sich anbieten? Lights out. Ah, ich glaube, Lone Eagle habe ich damals immer wieder gern gespielt, weil es da nur diesen einen Übergang gibt, aber das ist ein bisschen zu offensichtlich. Tournament A sieht eigentlich nicht schlecht aus. Das ist so eine Karte, wie ich sie mir vorstelle. Was ich in dem Tournament A. Zwei gegen zwei Luftwaffe. Okay, dann machen wir zwei gegen zwei Luftwaffe. Dann nehme ich mal diese Map. Spiele selbst. Komm, dann nehme ich auch passend die Farbe. USA Luftwaffengeneral. Zusammen mit, wollen wir irgendwo eine spezielle Teamkonstellation haben oder wollen wir einfach sagen, wir machen einfach zufällig? Wir können auch zweimal USA gegen einmal China und einmal GBA spielen oder USA mit China gegen zweimal GBA oder was auch immer sich anbietet. Aber wenn man sich gut ergänzen will, dann hätte ich gerne irgendwas, was auf dem Boden effektiv ist. Sowas wie der Panzergeneral. Nicht die Auflösung, Zensur, die INI-Datei. Also Auflösung ist ziemlich einfach. Da muss man einfach nur die Options-INI in den eigenen Dateien umändern und da die Auflösung umschreiben. Zensur gibt es einen Voll-Uncut-Patch. Da musste ich nochmal das Spiel komplett neu draufhauen und nochmal neu, dass es funktioniert hat. Da hat es halt Anfang Probleme gemacht. Aber such einfach mal nach einem Full-Uncut-Patch. Da gibt es einige Auswahl. Wenig Platz für Flugfelder. Panzer, Panzer, Panzer. Einmal Infanterie. Mit Tracks, bitte. Ich würde es gerne an Udvins Dragon sehen. Lasst mich halt erstmal ein bisschen einspielen. Wir können ja später noch brutale Challenges machen. Nuke. Okay, dann würde ich mal spontan sagen, wir machen zusammen Oh, Tobias Schneider, danke schön für den Euro. Also ich hätte mal fast gesagt, wir spielen gegen den Nukleargeneral und gegen... Was wolltet ihr noch sehen? Ich meine, Tracks hatten wir eben schon. Rodal, Wumms, Jutsits. Ja komm, dann machen wir einfach mal USA gegen China, komm. Das bedeutet Atomwaffengeneral und Panzergeneral.
Infanterie hatten wir eben schon. Gegen mich mit Luftwaffe und Super oder Laser? Laser haben wir, Superwaffe schon gesehen. Komm, machen wir mit dem Laserwaffengeneral. Der kommt in Türkis. China haben wir in Rot und Orange. Dann machen wir das mal so. Nächste Runde spielen wir EGBA. Die sehen wir noch gut genug. Begrenzte Superwaffen. Ich weiß nicht, begrenzte Superwaffen ist so ein Problem, weil es gibt einige Waffen, wie eben der Superwaffengeneral, basieren eben darauf, mehr zu bauen, ne? Eins, zwei, drei, vier. Oh, und Sebastian Engelhardt, Dankeschön für die Mitgliedschaft. Willkommen als Herzog auf dem Kanal. Du hast jetzt auch das tolle Rattenprofilbild. Gesell dich hinzu zum Rest. Ist Generous mein Lieblings-CNC? Es gehört mit zu meinen Lieblings-CNCs. Zusammen mit Alarmstufe Rot 2. Ja, ich würde nur sagen, Generous und Alarmstufe Rot 2 sind so ein bisschen meine absoluten Favoriten. Aber dann kommen auch schon viele andere gefolgt. Da ist Original Command & Conquer Alarmstufe Rot 1. Tiberian Sun, wie gesagt, habe ich auch oft unterschätzt, ist auch sehr, sehr gut. Tiberian Wars, also Command & Conquer 3 war auch richtig gut. Keine Frage. Aber ich glaube, wenn ich mich absolut entscheiden müsste, wären meine Lieblings-Command & Conquers wirklich Generous und Alarmstufe Rot 2. Und ich kann mich nicht für einen Favoriten entscheiden, weil beide haben ihren eigenen Charme. Auf ihre eigene Art und Weise sind beide super. Ja, ich glaube, wir können loslegen, ne? Ich glaube, wir haben... Weißt du schon, weil ich nicht so streamen? Nee, das mache ich relativ spontan. Okay, dann... Ja. Okay, dann hauen wir los. King Raptors. Oh, ja. Yeah. Oh, sehr viel Platz gibt es jetzt tatsächlich nicht. Oh, und Sebastian Engelhardt, danke nochmal für die 5 Euro. Guter Untergrund. Oh, wir konnten gleich schon einen Bombenteppich machen. Das war super. Ich erinnere mich. Es kann losgehen. So, jetzt das Gerüst. So, Laser da oben. Laserwaffen hat ja extrem Energieverbrauch gehabt. Exorbitant. Was liegt an? Hört sich gut an. Konnte ich... Ja, für den General. Deswegen habe ich es gemacht. Hä? Sonst noch Arbeit. Okay. Ja. Hört sich gut an. Mal zur Sicherheit da meinen Patriot hin, bitte. Ich möchte mich nur ein bisschen sicher fühlen. Nach da oben brauche ich es hoffentlich nicht, aber ich glaube, ich mache mal noch ein Artilleriegeschütz dazu. Dann noch mehr Energie. Irgendwas zum Einnehmen. Da oben ist nochmal Zeug. Ah, stimmt. Ich hatte noch die Kampf-Ginox gehabt hier. Alle Red 3. Du meinst wahrscheinlich Red aller 3. Oh, Red aller 3. Also ich meine, wir können uns alle einigen, dass Command & Conquer 4 auf dem absolut letzten Platz ist. Aber oh, ich muss ganz ehrlich sagen, Red aller 3 gehört, wie ich finde, schon etwas zu den schlechteren C&Cs. Also jetzt nicht absolut grottig, aber schon zu den schlechteren. Weil die es da einfach übertrieben haben mit dem ganzen Comic-Look und Gehabe. Die haben es zu überzogen, die haben es zu übertrieben damit. Was gibt's zu tun? Neues Bauprojekt? So. Ah, Laser. Das ist halt das Schöne im Lasergenerator. Der hat diese Lasertürme, die sind gegen alles gut. Ach ja, stimmt, ich kann ja aufdecken. Mach ich auch mal. Ich will auch. Sobald ich das Ding habe, darf ich auch, glaube ich, in meinen Bombenteppich machen. Das würde mich sehr freuen. Danke. Sonst noch was? King Raptors. Nom, nom. Was ist jetzt eigentlich mit meinem Bombenteppich? Ah, ich brauche ein Strategiezentrum. Oh. Mach ich's mal dahin, falls ich die Bombardement-Kanone machen will. Macht da oben ein Flugfeld hin. Was gibt's zu tun? Aber wenn du es nicht brauchst, dann nehme ich mir gerne die Ressourcen da. Klar und deutlich. Ich gehe an die Arbeit. Ah, King Raptors, Comanches.
Jede Menge Sachen. Tarn-Upgrade für Comanches, die Raketen. Abwehrsystem. Ich meine, die King Raptors waren ja super, was Raketenabwehr angeht, aber gerade gegen Chinesen mit ihren Gatling-Geschützen ist das nicht unbedingt die beste Idee. Ach stimmt, hier gibt's Öl. Ich glaube, da könnte ich doch mal vorbeigucken, ne? Ihre Befehle, Sir. Sonst noch was? Zerstörung, also Bombardement. Alles spionieren bitte. Oho, da geht's ja los. Ich würde mal sagen, ein kleines bisschen Bum-Bum. So ein Flugfeld, so ein freies. Ah, da unten. Da kriegt man eine Menge erwischt. King Raptor bereit zum Start. Ja. Überwach mir mal bitte hier. Das ist unser Hoheitsgebiet. Upgrade aktiviert. Wo ist mein Bum-Bum? Der war gut, der Bombenteppich. Ich erinnere mich. Hui. Schön. Oh. Spezialeinheit bereit. Suchen und zerstören. Was gibt's? Sehen wir uns die Gegend an. Oh. Da müssen wir gleich ein bisschen unterstützen, sonst hat mein Verbündeter Probleme. Obwohl, ich glaube, dem geht's auch gut, okay, dem geht's noch gut, aber ich unterstütze trotzdem ein bisschen. Oh, Moment mal, Gatlings. Uiuiuiui. Doch schon. Was brauchte ich für die... Oh ja, Abwurfzone, bitte. Ganz da hinten rein. Ich lege das Fundament. Klar und deutlich. Einheit verloren. Muss etwas repariert werden? Mehr Rohstoffe, ja bitte. Wir haben alles im Griff. Mein Ranger ging verloren. Oh, Rufi Haki, danke schön für die Mitgliedschaft. Auch dir willkommen. Als Herzog auf den Kanal. Ich bin gerade noch am Akku da drauf. Du hast jetzt auch das Toleranten-Symbol. Ja, das ist halt die große Schwäche von den King Raptors. Ich meine, gegen Raketen sind die super, aber wenn der Gegner irgendwas mit Deadlings hat, wie jetzt eben die Chinesen vor allem, aber auch die GBA mit den Feelingsgeschützen, am wenigsten gefeit sind tatsächlich die USA, weil die haben sehr viele Raketenabwehr gegen Flugzeuge. Außer du hast jetzt eben den Gläsergeneral, der ist natürlich super. Und hier Superwaffengeneral, da muss halt nur eine Rakete treffen. Eine reicht schon aus, dass das so ein Raptor weghaut. Ja, dann baust du mal das Ding auf. Beste bei der Bombe war das Spectre. Stimmt, das Spectre Gunship, das gab's ja auch noch. Ich könnte auch mal eine Waffenfabrik bauen, ne? Ach stimmt, ich wollte... okay, jetzt ist schon besetzt. Hört sich gut an. Ich baue meine eigene Straße. Aurora. Aber die besten Auroras hatte nicht mal der Luftwaffengeneral. Die besten Auroras hatte ja Superwaffengeneral mit den Aurora Alphas. Sie wurden befördert. Einheit verloren. Endlich fertig. Ja. Made in USA. Ach stimmt, das war eine Beförderung. Ich warte auf das Spectre-Ship. Hi. Bitte nein. Ich habe bitte nein gesagt. Wer aufruft, bekommt eine Moab. Oh ja. Ich kann mal Colonel Burton machen. Machen wir noch einen Comanche. Gerade in solchen Situationen hier, wo ich kaum Gatling Panzer sehe, wäre der bestimmt echt super. Oh, hi, Overlord. Ich hoffe, ich bin ready. Ja, ich glaube, ich sollte alles da haben, bis er da ist. Neues Bauprojekt. Helikopter bereit. Hallo. Aktiviert.
Endlich mal hier Abwurfzone bereit. Ich baue die mal ein bisschen weit auseinander, dass nicht gleich eine Superwaffe alles zerstört. Glückwunsch, General. Sie wurden befördert. Einheit verloren. Sehr nice. Jetzt könnte ich einen A10. Ah, Spectre. Tut mir leid. Wiedersehen, dankeschön. Sag mal, grapscht mein Verwundeter bei mir rum? Was geht denn mit dem? Hol dir dein eigenes Zeug. Bitte noch die A10. Kosten für Fahrzeuge senken. Okay, das ist für mich jetzt nicht so wichtig. Ich finde es aber lustig, wie die KI es jetzt immer kaputt machen will. Ah, stimmt, die Avenger waren aber ganz gut gegen die King Raptors noch, ja. Ich meine, Panzer haben wir nicht, aber Humvees, ich weiß nicht, für einen Boden vielleicht zu haben, ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, vor allem mit den Tau-Raketen. Mikro, wenn Panzer das mal wieder Essen warm machen wollen, könnte vielleicht auch nicht schlecht sein. Made in USA. So, jetzt das Gerüst. Alles klar. Leider arbeiten. Spectre und Shepard. Brrrt. So, ja, wir könnten das mal jetzt hier eigentlich. Einmal den Angriff hier drauf. Oh, er schickt auch gerade A10, sogar gleich einen Dreierpack. Ich versuche mal, so gut es geht, die Verteidigung hier auszuschalten. Aua. Och, du blöde Sau, du. Wir haben hier alles im Griff. Mach mal die Gatlings weg, bitte. Dankeschön. Ich glaube, mehr für eins reicht's nicht, oder? Doch, zwei. Ich habe beide Gatlings weg, aber jetzt bringt's mir halt wenig. Weil jetzt ist das Spectre weg. Egal. Am Ende zählt, dass wir es versucht haben. Was liegt an? Am Ende ist wichtig, dass der Wille da war. Was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt los? Oh, das war ein Artillerieschlag, ne? Neues Bauprojekt? Was gibt's? Comanche bereit. Navi-System bereit. Sicht gut. Mittlere Flughöhe. Oh. Versucht mal schnell die Raketenschützen wegzuschießen. Eins und zwei und den Rest jetzt so. Upgrade aktiviert. Navi-System okay. Okay, jetzt klaut er mir auch da drüben. Alles klar. So, jetzt das Gerüst. Der ist so dreist, das ist Wahnsinn. Ihre Befehle, Sir? Ihre Befehle, Sir? Einheit verloren. Die Mutter aller Bomben. Für die Benzinbombe, aber ich habe doch gar keine Benzinbombe, oder? Ah, doch, da unten, ne? Ich habe noch einen Stern zu wenig dafür. Flugblattaktion mal wieder, die Gegner aufhalten, so wird sich die bleiben wieder so voll im Gesicht stecken, einfach nur. Ich erinnere mich. Hier King Raptor. Hey, wir haben neue Turmraketen. Hui, hallo Spectre. Was dann? Konzentrieren wir uns mal wirklich darauf, dem so richtig eine mitzugeben. Aber, fehlt aktuell noch ein bisschen was. Mittlere Flughöhe. Mittlere Flughöhe. Ey, das wollte ich mir holen. Upgrade. Der will wirklich alles haben, ne? Das ist halt das Problem mit der USA, dass einfach die Abwurfzonen so lange brauchen, bis da mal Ressourcen kommen. Wenn da mal welche kommen, kommen viele, ja, aber du hast nicht so kontinuierlich wie mit den Schwarzmärkten und mit den Hackern. Einheit verloren.
Nein, kann ich die einfach so mitnehmen? Haha. Atomraketen-Silo geortet. Oh, hi. Wie mache ich das am besten? Ja, mit Auroras, würde ich sagen. Muss etwas repariert werden? Platz ist Einheit doof. Verloren. Auroras sind hier die Antwort auf die Frage. So, jetzt das Gerüst. Wir sind die Besten. Suchen und zerstören. Eieiei, jetzt geht's aber los. Einheit verloren. Los geht's. Oh ja. Hey. Gib mir endlich Ressourcen. Ich schieße auf alles. Hier ist Platz für fünf. Ja, alles klar. Unterwegs? Ich höre. Nein. Show für unsere Fans da draußen. Kontrollieren. Ich hätte gerne noch die eine Beförderung, bitte. Atomraketen. Ja, sag mal, ja gut, ich kämpfe auch gegen einen Atomgeneral. Was wundert's mich eigentlich? Ah, die Bunkerbusterbomben, die sahen vor allem immer geil aus. So, mach mal Aurora-Bombe, in der Hoffnung, dass die uns den Atomausstieg erleichtern. Einheit verloren. Oh, das ist aber auch wirklich lecker, was ich hier sehe. Oh Gott, wir hatten da keine Energie mehr. Ja gut, dann schieße ich doch mal so drauf und schau mal, ob ich das Propagandazentrum da kriege. Jetzt ist plötzlich Energie wieder da. Was ist, wenn ich sage nein? Einheit verloren. Ah, hat nicht ganz gereicht, aber ich kann da ja nochmal nachsetzen. Och, komm! Ich sehe schon, komm, es geht alles ganz knapp nicht kaputt, oder? Ah, okay, das haben wir. Ja, toll. Jetzt habe ich aber noch ein anderes Problem, und zwar... Blackboard? Ach, da oben. Habt ihr den Salto gesehen? Der war super. Gut, wenn es der Pink King im Platz verschwenden. Ich bin halt... Ich habe ein bisschen Phobie dagegen, zu eng zu bauen in dem Spiel. Für den Fall, dass da wirklich irgendwas... Aber das Problem ist, manchmal ist es auch ziemlich uneinsichtlich, wann ich wo wie gescheit bauen kann. Ich gehe da oben noch ein Flugfeld hin. Autsch. Muss etwas repariert. Ah, diese Autoreparatur ist echt praktisch. Hier oben kriege ich eh nichts auf platziert, ne? Nee. Dann mache ich hier oben mal die Partikelkanone hin. Obwohl, nee, ich mache die unten hin. Einheit verloren. Da kann ich nichts bauen, Sir. Technologie. Ich glaube, das kann sehr praktisch werden. Einheit verloren. Aber erstmal noch ein paar extra Auroras für den Fall, dass die vier nicht reichen. Ich weiß nämlich nicht, ob die vier reichen. Drehen, Odwin. Ach ja, stimmt, das ging ja auch. Aber ich glaube, das bringt hier auch nicht so viel, oder? In diesem Fall. Nee, das Ding ist trotzdem kaka. Okay, jetzt ist es vielleicht ein bisschen zu spät, weil ich das Ding gemacht habe, aber... Ah, der beste Track im ganzen Spiel. Ah, oh. Alliierte Partikelkanone aktiviert. Ah. Wohin? Ach, da rein, okay. Okay, ich habe kaum eine andere Wahl. Ich müsste jetzt mal gucken. Die Ravioli-Systeme sind online, dann geht's mal auf die Atomraketen hier.
Nein! Ey, ich will gucken! Yes, hat gereicht. Okay, die andere möchte aber auch noch. Ja, natürlich hat es jetzt alle geschrottet. Was habe ich erwartet? Ah, blöde Partikelkanone. Ein Fleck ist uncool. Benzinbombe für die Mutter aller Bomben. Doppelte A10 und das bessere Spectre. Endlich wieder Radar. Danke. So. Einheit verloren. Oh, hi. Oh, Gatlings, aber. Ah, das ging. Ja, was für eine Ausbeutung. Okay. Ich hätte gern noch die Mutter aller Bomben, bitte. Oh, ich kann mir die nie leisten. Warum ist die Mutter so teuer? Die letzte war schon verletzt, ne? Ich weiß nicht, ob jetzt... Okay, jetzt habe ich 5. Das müsste reichen. Ansonsten... Bitte. Bombenteppich hier rein versuchen. Wenn das funktioniert, wäre das mega. Ich glaube, das reicht sogar mit. Ja, das hat gereicht. Nur leider. Ne, egal. Kommt, Schatten. Ich habe an dich geglaubt, Bombe. Ein paar da abwerfen können. Das hat gereicht, um gut Punkt zu machen, eigentlich. Hm. Nur nicht gut genug. So. Da. Einheit verloren. Machen wir mal ein paar Tomahawks. Einfach, dass wir ein kleines bisschen Bodenstreitkräfte haben. Das kann, glaube ich, nicht schaden. Einheit verloren. So, jetzt. Nee, das Kraftwerk, das Kraftwerk. Hui. Schön. Dann noch das Flugfeld, bitte. Hui. Das sieht gut aus. Dann gucken wir uns mal die Mutter aller Bomben an. Oder? Habe ich die schon? Einheit verloren. Upgrade jetzt. Ich wollte gerade sagen, das Bild müsste sich noch ändern. Ich hoffe, das haut hin, dass ich die hier reinsetzen kann. Das wäre ein schönes Semmeln jetzt. Schönere Semmeln als beim Bäcker ist das jetzt dann. Warte auf Koordinaten. Lasersysteme sind online. Und Mutter aller Bomben. Hui. Schön. Hat gewirkt. Eine A10. Ich hoffe, das funktioniert. Jawoll. Oh oh. Da hat jemand gerade Bock mit... Artillerie zu schießen. Gott, das hat noch überlebt. Hier King Raptor. Sehen wir uns die Gegend an. Systeme besser. Dann hätte ich mal gerne noch die Comanches, die verbesserten. Einheit verloren. Was? Motul macht echt geile, aber auch witzige Serien, dass man sich zum Teil kaputt lacht ab der Reaktion. Meinst du jetzt, wenn irgendwas Unvorhergesehenes passiert, oder meinst du die Videos im Allgemeinen? Aber trotzdem danke. Einheit verloren. Gehen an Leistungsgrenze.
Oh, das sieht gut aus so langsam. Vor allem, weil wir denen ja auch die Ressourcen klauen. Weil ich ja die ziemlich viele Hacker da rasiert habe. Ich mache jetzt mal noch die restlichen Kraftwerke einfach kaputt. Man könnte das Partikelkanonenverschwendung nennen. Ich nenne es Freizeitvertreib. Hui und hui, hui, hui. Ich meine, zwei Kraftwerke, ein Hacker, noch ein bisschen anderes Zeug. Das hat sich gelohnt, finde ich. Mit etwas Glück. Ah, ne, die Gatling funktioniert. Oh, es sind auch Gatling-Panzer da. So alles doof. Ich glaube, das haben wir weit gewonnen. Spezialausbildung abgeschlossen, Sir. Ja, sehr gut. Bitte noch die Gatling-Kanone. Dann haben wir freies Befehl. Jawohl. Kraftwerk noch. Jawohl. Dann da oben noch ein bisschen. Dong, dong, dong. Oh, schon fertig. Täuschkörper installieren. Du könntest dich aber auch täuschen, dass du das hast. Da sagt er nichts mehr. Einfach Verbindung getrennt, ohne irgendwas zu sagen. Das tue ich mir nichts mehr an, ey, hau ab. Ach, das waren seine. Ich wollte schon gerade sagen, hä? Gehen Sie mal doch. Oh, komm, ich kann. Das sind Raketensoldaten. King Raptors haben damit kein Problem. Die machen einfach Piu. Oh, die haben nicht mehr schießen können. Lasersysteme sind online. Nochmal, jetzt wollte ich mal meine Tankkommandos angucken. Roger, Roger. Gegner nicht so schnell sterben. Mein Verbündeter, also der Lasergeneral ist echt stark, muss man echt sagen. Das ist ja genauso, wie ich mich auch daran erinnere. Die waren auch wirklich verdammt stark. Die ganzen Lasereinheiten. Ultra energieverbrauchend, ja, aber extrem stark. Ich höre, Sir. Fliege zum neuen Zielgebiet. Hui. Jawohl. Oh Gott, eine ganze Menge LKWs mit Schmuggelware. Oh, Benzinbomben. King Raptors sind kosteneffizienter als die Aurora-Bomber. Und das größte Problem an den King Raptors ist, die können halt trotzdem... Die Aurora-Bomber sind halt erst angreifbar, sobald sie ihre Bombe abgeworfen haben. Und wenn der Gegner die Superwaffen ganz hinten in der Base hat, wie diese eine Atomrakete da hinten, dann kommen die King Raptors da nicht durch, wenn alles mit Gatlings zugekleistert ist. Das ist das Problem. Die Aurora-Bombe nehme ich eigentlich immer als Superwaffenkiller. Ja, das war jetzt eigentlich relativ easy peasy lemon squeezy, ne? Dann können wir ja mit dem Jutsitz mal schauen, dass wir vielleicht mal wirklich so ein 2 gegen 3 machen oder so. Aber oh, der Lasergeneral hat wirklich gecarried hier. Also der ist... Uff. Hier, schau mal an! Der hat auch eine positive KD. Und was der an Ressourcen geplündert hat. Der hat fast so viele Ressourcen gemacht wie alle anderen Spieler kombiniert. Das ist durch, der Lasergeneral. Aber okay, wir wollen jetzt noch ein Spiel machen mit irgendeinem GBA-General. Ich würde sagen, entweder Trax oder Jutsitz, aber ich würde mal gerne den Sprenggeneral nochmal sehen, was er so hatte. 5-Spieler-Map. Welche Map würde sich anbieten? Die wäre vielleicht eine für ein 2 gegen 3. Ich möchte mich langsam steigern, ne? Ich meine, wir können auch eine sehr große Map nehmen. Zusammen mit einem anderen GBA gegen drei Unterschiede, also gegen alle drei Chinesen-Generäle. Das wäre auch eine Idee. Wir können ja TNT und Dr. Trax zusammen gegen dreimal Chinesen-Generäle machen oder so. Drei Chinesen mit dem Kontrabass. Komm, nehmen wir Twilight Flame. Eine Wüstenmap passt dazu auch noch ganz gut. Nehme ich grün und mein Verbündeter ist... Komm, nehmen wir violett. Nehme ich... TNT-General. Mein Verbündeter wird Trax. Lila passt auch ganz gut zu seinen Waffen dann. Gegen dreimal China. Rot, Orange und Gelb. Atomwaffen, Panzer und Infanterie. Ne, Quatsch.
Dann bin ich mal hier, mein Verbündeter da. Und die drei Chinesen sind hier, würde ich mal sagen. So. Das sollte eigentlich hinhauen, würde ich sagen. Ins Free Real Estate. Lade hier noch ein paar Maps runter. Also ich habe jetzt noch welche von Rise of the Reds, aber ich weiß nicht, ob die überhaupt funktionieren. Okay, würde ich sagen, machen wir die als nächstes. Und danach können wir mal gucken, wie wir mit den Challenges. Dann haben wir zumindest alle drei Seiten nochmal gesehen. Und danach können wir überlegen, wie wir noch hochgehen, was die Challenges angeht. So, was ich sage, sind Tracks und du bist jetzt aufs Messer verfeindet. Das würde ich mal sagen, ist jetzt ein Notbündnis oder sowas. Und wenn dann Saladin-Kalif gegen die Chinesen oder sowas. vielleicht. Okay, dann gucken wir mal, was bei rumkommt. Kann nur schlimm ausgehen. Sprengfalle, TNT-Upgrade, mehr Schaden durch Bomben, beginnt mit Sprengfallen, Bomben, oh Mann, das ist alles mit Bomben. Na gut, beim Sprenggeneral alles mit Bomben, das verstehe ich nicht, total seltsam. Ich tue mein Bestes. Oh, schon gut, ich werde arbeiten. Ich werde arbeiten. Ich beeile mich. Ich bin nur ein Bauer, wie Sie wünschen. Das ist ganz schön. So. Können wir nicht in Frieden leben? Waren aber nicht, ich glaube, hat er nicht anstatt... Ich glaube, bei dem war das doch so, dass seine... anstatt Chemiewaffen-Upgrades hat er einfach nur mehr Sprengkraft gehabt für seine Einheiten. Was wollen Sie von mir? Geh ja schon. Ja, dann geh ja. Ja. Ja, bitte mehr. Arbeite. Oh, schon gut. Ich werde arbeiten. Sie sind sehr wankelmütig. Ich werde arbeiten. Wir wollen kämpfen. Wenn Sie das sagen. Kein Opfer ist zu groß. So, ich hätte gerne... ich brauchte einen Radarwagen, ich erinnere mich. Ja. Und ein kleines bisschen alles mit Skat-Stellungen abzusichern, ist keine so schlechte Idee. Sieht eigentlich halbwegs effizient aus. Upgrade verfügbar. Aloha, Snackbar. Aber sowas von. So, wieder ein Gebäude fertig. Radarwagen, danke. Können wir nicht in Frieden leben? Papa Palast. Und er konnte ja sogar mit Infanterie besetzt werden. Von daher kommt er einfach mal zur Front hier mit dazu. Und zwar so. Warum hängt das so? Ich krieg den nicht perfekt hin. Dann eben so, ist mir egal. Kampf, die kosten trotzdem verdammt viel, die Kampfjeeps, ne? Enthält eine zusätzliche Bombe. Oh, okay, ich mein, ich bin Sprenggeneral, ne? Mach ich mal. Extra verbesserte Sprengfallen. Ich habe keine Ahnung, ob die was bringen, aber ich kann mal da oben eine bauen. Mal gucken, ob das was wird. Oh, hi. Oh Gott, ja, okay, sind ja überall noch. Die kriegen uns nicht. Fahren wir. Unser Mut ist grenzenlos. Ui. Wir wollen kämpfen. Oh oh, ich sehe Infanterie. Oh oh. Bitte ein Vierlingsgeschütz, bitte German Karamell würde ich auch gerne bauen, aber dafür brauche ich erstmal noch meinen. Klippen, kein Problem. Die höhere Ordnung. Kippen, kein Problem. Ich bin nur ein Bauer. Die sind sehr wankelmütig. Oh, noch ein Tunnelsystem dazu. Der Infanteriegeneral will es gerade wissen. Ich meine, Toxin-Traktor könnte dir auch helfen. Ja, wir sind hier fertig. Die kommen irgendwie gerade alle einzeln hier. Ich bin nur ein Bauer. Geh ja schon.
Da drüben müssen es doch bestimmt noch Ressourcen geben irgendwo. Da zeugt es mit seinen Chemiekriegern. Wahnsinn. Mensch, und wenn ich circa zwei Freunde und alle ja, eingeladen, genau heute, das passiert Streams und CNC. Was? Ich circa zwei Freunde und werde alle halbe Jahre mal eingeladen, genau heute, da das passiert. Achso, jetzt verstehe ich, okay. Okay, alles klar. Zum Glück kann man sich den Stream auch im Nachhinein angucken, also du verpasst nicht allzu viel, Little Monkey. Kriege ich ein paar Schuhe? Nein. Das ist ganz schön. Oh Gott, es hängt. Es ruckelt. Nein, was ist jetzt los? Ich speichere mal. Warum leckt es so? Was ist los? Hilfe! Ich habe ein sehr böses Gefühl, dass irgendwas... Es hängt gewaltig. Genau so habe ich damals in meiner Kindheit Generous gespielt übrigens. Als kleinen Funfact. Genau so in dieser... Ah, jetzt geht's... Hä, was war das? Genau in dieser Geschwindigkeit habe ich übrigens Generous gespielt, weil mein PC so schlecht war in meiner Kindheit. Das ist nicht lustig. Los, los. Unser Mut ist grenzenlos. Ich habe gelitten damals. Und ich dachte, das wäre die Normalgeschwindigkeit von Generous. Als ich dann mal beim Kumpel das Spiel gespielt habe und gesehen habe, wie schnell und flüssig alles läuft, dann war was? So schnell läuft das Spiel? So schnell ist die Geschwindigkeit? Das ist halt diese Engine, die auch Schlacht Mittelerde hat, dass, Sprengen wir was in die Luft. Hollalalala. Was wollte ich sagen? Ich habe keine Ahnung. Was wollen Sie von mir? Die Engine von Schlacht Mittelerde, die darauf basiert, dass wenn zu wenig Leistung da ist, eher das Spiel runtergeht von der Geschwindigkeit, statt dass es Ruckler gibt. So, bitte hier noch Ressourcen sammeln. Ich brauche dringend Nachschub. Klippen, kein Problem. Die gehen aber hauptsächlich auf meinen... Okay, die sind, glaube ich, auch... Der ist, glaube ich, auch ein bisschen näher dran als der Rest. Ich hätte jetzt gerne Schwarzmärkte. Die Schwarzmärkte, ne? Wo alle nur rumlabern sind. Also ich weiß noch, dass bei der GBA meine Lieblingskombination eigentlich immer Raketenbuggies und Feelingsgeschütze waren, aber... Die Kampfbusse waren aber auch gut. Machen wir mal welche. Ah, das Ruckeln. Warum ruckelt das so? Das Spiel ist so alt. Ich zieh weg hier. Kommen Sie mir nicht in die Quere. Das ist wahrscheinlich der Verruf von meinem PC. Der ist nämlich schon wirklich alt. Nicht in Frieden leben? Oh, schon gut. Ich werde arbeiten. Meine Kiste ist kampfbereit. Mir entkommt keiner. Sonst noch was? Ja, ist Rohre. Bis unter die Zähne bewaffnet. Du konntest jetzt auch den Sprengsatz machen. Es dauert nicht mehr. Ich wollte gerade sagen, schießt du mal bitte. Ich werde sehr verbunden. Ich konnte halt alles nur mit... Ich weiß nicht, also ich glaube, General Jutsitz hat jetzt nicht wirklich gute Fähigkeiten, ne? Unser Gebäude wird erobert. Ich weiß nicht, ob die Einheiten mit Sprengwaffen jetzt einfach mehr Bums hatten. Oder was sonst so war. Vorsicht mit den Polstern! Ja, alles klar. Die kriegen uns nicht. Fahren wir! Oh nein, hi. Ach du liebe Zeit. Jetzt muss ich mal wirklich was rüberschicken. Ich würde gerne auf den Desktop gucken und schauen, ob irgendwas Leistung frisst, aber dann wird das Spiel wahrscheinlich abschmieren. Wie geht's jetzt weiter? Vorsicht mit den Polstern! Oh, oh. Marauderpanzer. Wäre schon nice, ne? Der Rebellenhinterhalt ist zwar auch ganz cool. Versteht doch, dass ich stream, ich weiß es nicht.
Neben Ultwin falsche Gebäude sind die Schwarzmärkte auch rentabel. Raketenangriffe, mehr Schaden, auf jeden Fall. Raketenbuggies, mehr Magazine verloren. Und Alter. Ich tue mein Bestes. Felix Freiheit für unser okay. Land. Wie geht's jetzt weiter? Freiheit für unser Land. Das fragst du nicht? Oh, las ging's. Okay, ich brauch German Karamell in dem Bus mit drin. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Oh nein, 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 nein. Ich brauch mein Radar. Mein Radar ist mein bester Freund. Okay, wie geht's jetzt weiter? Wir dürfen keine Zeit verlieren. Boah, wie die Feelingsgeschütze abgehen mit maximalen Upgrades. Oh, wie ich abgehe mit Infanteriegeneral vor der Tür. Gute Arbeit, General. Glückwunsch zur Befahrung. Dankeschön. Wir haben einen Krieger verloren. Marauderpanzer, ich weiß nicht. Die waren an sich gar nicht so schlecht, ja, aber. Mit den oh, er steht noch. Ah, ja. Ja, er steht noch. Wir sind in Kürze da. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Unsere Heimat ist in Gefahr. Was wollen Sie von mir? Das ist harte Arbeit. Wir haben jetzt panzerbrechende Raketen. War nicht damals der Selbstmordbombe? Ja, ja, da war das, statt ein Terroristen war das so eine fahrende Bombe auf so einem, so Essen auf Rädern quasi mit dem TNT drauf. Das war so total bescheuert. Hi, oh nein. Ey! Achso, das ist mein Verbündeter. Trotzdem, ey! Come with me if you want to live. Wir haben ein Raketensilo entdeckt. Shit. Shiitake. Pilzalarm. Shiitake Atompilze. Schlecht. Was wollten ihr jetzt hier? Alter, ich glaube, die KI ist gerade so. Kann ich vielleicht mit einem Hinterhalt? Och, wir hatten da keine Energie. Wir haben einen Krieger verloren. Das wäre doch echt schade. Wir haben ein Raketensilo entdeckt. Ganz leise, ganz leise. Kann niemand irgendwas sagen. Nichts kann uns aufhalten. Ich meine, ich kann auch einen Sprengfallenangriff machen. Wo sollen unsere wir Heimat sie installieren? Wo du mich installieren sollst? Besetz das Gebäude. Nein, nein! Kein Opfer ist wir haben einen Krieger verloren. Boah, aber das... Ich starte mal das Spiel neu. Irgendwas stimmt hier nicht. Also ich speichere mal und starte dann neu. Weil irgendwas stimmt da gerade im Hintergrund nicht. Ich check mal kurz alles ab. Wartet kurz. Was könnte hier überhaupt so Probleme verursachen? Habe ich überhaupt irgendwas, was Leistung frisst gerade? Eigentlich nicht. Ich habe nichts, was irgendwie Leistung wegnimmt. Komisch. Zumindest nichts, was ich erkennen würde, was das Problem verursachen könnte. Gut, okay, dass ich stream nebenbei, das nimmt ein bisschen das Pathfinding lag bei der KI. Okay, das ist dann natürlich ein Problem. Ja gut, okay, dann starten wir einfach nochmal und hoffen, dass es vielleicht bleibt. Ansonsten, ich weiß nicht, ansonsten ist es echt doof, ne? Jetzt gegen zu viele KIs zu spielen, wenn es dann so rumglitscht, ist das natürlich doof. Die Engine ist so kacke. Also ist das normal, ja? Ja gut, starten wir einfach nochmal.
Bombenbikes zum Konter gegen bei großen Angriffen. Das muss ich mal ausprobieren. Nach der völligen Vernichtung eines Stützpunktes der IBG durch die unsere siegreichen Truppen. So, bitte überspringen. Zurück ins Spiel, danke. Dann laden wir mal. Es ist leider die Map. Ah, okay, ich verstehe. Oh Gott, wie schon ruckelt, wenn ich reinkomme. Ah! Nein, geht weg mit euren blöden Gatlings. Die will doch keiner. Das ist ja noch schlimmer geworden, kann das sein? Genau, aber genau so habe ich das Spiel damals gespielt. Ich erinnere mich. Ich glaube, das wird nichts. Boah, ist dann die Frage, ob wir so überhaupt weiterspielen wollen. Es liegt an der Map oder... Ja, es ist das Pathfinding von der KI, wie mir gesagt wurde. Aber ist es trotzdem die Map, die das Problem verursacht? Weil das ist ja nicht mehr normal. Das war so schön auf dem Papier. Boah, das ist grauenvoll, ey. Wenn ich näher ranzoome, nee, das bringt auch nichts. Dafür ist jetzt keine Zeit. Aber wenn ich jetzt lange stillhalte. Vollgas! Oh, jetzt ist mal ganz kurz ruhig. Klippen? Kein Problem. So, ich muss die erstmal aufrüsten, irgendwie mit Sprengsätzen, kann das sein? Gut, okay, die Arbeiter kriegen auch ein paar Schuhe. Von mir aus. Ah, Fähigkeit TNT-Angriff da. Unser Land wird bedroht. Was? Gute Arbeit, General. Tun Sie Glückwunsch mir nicht. Zur Beförderung. Danke für die neuen Schuhe. Achtung, wir oh, haben schon gut, ich werde arbeiten. Unser Gebäude wird erobert. Unser Gebäude wird erobert. Hilfe, ich werde überrannt. Habe ich jetzt dann bald mal mein TNT? Wir haben einen Krieger verloren. Springen wir ein bisschen. Upgrade verfügbar. Nice. Unsere Basis wird angegriffen. Sie weg hier. TNT-Angriff, springen. Los, los. Fahren wir. Ich zieh weg hier. Tempo. Los, los. Wie sprenge ich den jetzt? Achso, ach, der springt von automatisch. Ich verstehe. Der nächste bitte. Alter, wie viele Overlords? Was zum Henke? Nein. Die kriegen uns nicht. Holen wir sie uns. Bringen wir ein bisschen. Nächster. Und gleich noch einer hinterher. Ich brauche mehr Bikes. Geile Bikes aus deiner Umgebung. Oh, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Bumm. Okay, die sind cool. Ein bisschen extra Geld, bitte. Jarman, komm noch zurück. Zur Notfall nehme ich auch Jarman Nougat, wenn Jarman Karamell gerade vergeben ist. Mal hier noch ein Tunnelsystem, bitte. Die kriegen uns nicht. Vollgas! Los, los! Was willst denn du jetzt da hinten? Hau ab! Oh na! Weg von meinem Schwarzmarkt! Sag mal, was fällt dir ein? Alarm, Alarm, mach einen Mob, reicht für alle. Stimmt eigentlich, ne? Dann müsste ich aber erstmal die AKs noch erforschen. Die waren im Palast, ne? Vollgas! Kalaschnikows für alle! Das war viel Arbeit. Was wollen Sie von mir? Sonst noch was? Ja, noch eine Cola, wenn du auf dem Weg bist, bitte. Oh Gott, die Atomraketen. Oh Gott, das wird richtig eklig. Wir sind hier fertig.
Jetzt wünschte ich, ich wäre hier Kassat. Ich könnte mich einfach tarnen und sagen, nö, 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 nö. Na, 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 na. Ich helfe Ihnen. Können wir nicht in Frieden leben? Wie Sie wünschen. Ich beeile mich. Achtung, wir haben ein Raketensilo entdeckt. Ja, klar. Schnell, an die Waffen. Das eine mehr macht jetzt auch keinen Unterschied mehr, ne? Yeah. Ich bin bereit. Und breit. German Marzipan. Ich glaube, das ist der dritte Bruder in der Familie. Ich glaube, der wird gerade noch besetzt sein, nehme ich mal an. Der ist gerade noch belegt. Auf dem Kuchen. Oh, hi. Transporter. Trupus Transporteros. Oh Gott, was ist denn jetzt los? Wir haben einen Krieger verloren. Oh, das war mein Lieblingsvierling. Wir haben einen feindlichen Blackbot geortet. Ich schieße auf alles, was... Gute Arbeit, General. Glückwunsch zur Beförderung. Wir haben einen Krieger verloren. Irgendwo ganz da hinten, irgendwo... Unser Mut ist grenzenlos. Ich sehe ein Kraftwerk. Wenn ich das irgendwie kaputt bekomme, haben wir noch eine Chance. Ansonsten, gute Nacht. Ich meine, Schleichangriff mit ganz vielen Bum-Bums wäre eine Idee, aber bis dahin ist halt schon alles vorbei, und zwar dreifach. Ich habe Hunger. Und das, du hast vergessen, den Part zu erwähnen, wo das mein Problem ist. Unsere Heimat ist in Gefahr. Schneller geht's nicht. Ja. Okay. Hier ist alles so voll. Aber so ein Schleichangriff mit ganz vielen Bikes wäre bestimmt cool. Meine Güte. Wir haben einen Krieger verloren. Einfach zu viel. Vollgas! Tja, ein Waldschokland. Die 0,5 FPS mehr. Okay, die Map ist allgemein dafür bekannt, ja? Alles klar, dann lasse ich die in Zukunft lieber sein. Ich guck mal, was die Reißer für Red Maps sagen, weil die scheinen ja vielleicht auch zu funktionieren. Die Map, ich werde ja eh nicht mehr lange brauchen. Ich bin gleich fertig. Keine Sorge, ihr werdet gleich sehen. Also, der Countdown läuft schon, Leute. Dann ist das Ding vorbei. Easy, sage ich euch. Easy. Bloß nicht für mich, aber easy. Vollgas. Oh, Gangsystem. Ich wäre doof, wenn ich jetzt nicht helfen würde. Ich bin gerne doof, tut mir leid. Der Rote hat die meisten Bum-Bums. Auch bekannt als Sumraketen. Nein, ich war zu spät. Erstmal die normalen Einheiten raus, dass hier nicht alles gleich alles sprengt. So. Oh nein. Nein, nicht die Mix. Nein! Haut ab, haut ab, haut ab. Haut ab. Haut ab, haut ab, nein. Nein! Komm, das Ding irgendwie, das Ding. Wenigstens eins, bitte. Oh Mann. Okay, Raketenbuggy, ich zähle auf dich. Ah, oh, hi, Panzer. Wir haben einen Krieger verloren. Ihr seid alle doof. Lasst mich in Ruhe. Oh. Ich gehe jetzt hier rein. Schieß eine Salve. Und dann sprenge ich mich. So. Oh nein. Oh Gott, Nuklear.
Okay, ich hatte eh vor mir. Das war jetzt ein bisschen beeindruckender. Oh Mann. Okay, es gibt ein Problem. Und das hat Dr. Trax. Keine Sorge, Trax. Eine Atombombe überlebst du ganz gut. Nur blöd, dass jetzt gleich noch eine kommt. Und dann noch eine. Wenn Sie das sagen. Kommt die auch hier rein? Oder kommt die zu mir? Also ich muss sagen, bis jetzt ist es ziemlich angenehm. Es kann losgehen. Das System schützt uns. Was liegt an? Ich bin schneller. Ich finde schon einen Weg. Felix geschützt. Ich bin bereit. Gott, es hängt. Kann man jemand ein paar blaue Pillen in die Map stecken? Ah, stimmt, das war so ein Upgrade von der Realismus-Mod, dass sich so einen schwarzen Schweif haben stellt. Ich vermisse aber diesen weißen Raketenschweif von Raketenbuggies. Was denn? Mehr Atomraketen habt ihr nicht zu bieten? Stell ich mal vor, Dr. Trax kriegt die ganze Zeit Atomraketen ins Gesicht und ich bin da die ganze Zeit am Prahlen. Was? Das soll schon alles gewesen sein? Mehr habt ihr nicht zu bieten? Und Dr. Trax einfach so, halt einfach die Schnauze. Aua, 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 aua. No. Ich habe den aufgebrachten Mobs mitgebracht. Jetzt ist es vorbei für euch. Freiheit für unser Land. Feuer. Ich finde schon einen. Ich bin weg. Okay, los geht's. Nein. Ich bin schneller. An die Waffen. Bestehe die Vorbereitung. Hallo schneller, ich bin Utwe. Ich bin nur ein Bauer. Noch ein Schwarzmarkt, bitte. Betreffen sich nur die Frauen übrigens. So. So, jetzt machen wir langsam eine schöne Armee hier. Wir haben einen Krieger verloren. Aber der lebt ja immer noch. Oh, da passiert ein bisschen viel auf einmal gerade, ne? Oh, Trax hat immer so schöne lila Raketen. Der hat echt keinen guten Tag. Was denn? Mehr habt ihr nicht, ja? Gewinnen das mal zackiger. Ich hab morgen früh meine Fischereiprüfung, muss früh raus. Alles klar, Chris Wolf. Ah, meine Sprengfalle ging hoch. Alter, das ist ja ein neues SpaceX hier, Weltraumprogramm, was hier gestartet ist. So, sobald ich genug Schwarzmärkte habe, kriege ich hoffentlich irgendwann extra Fahrzeuge gespammt. Die sind sehr wankelmütig. Ich weiß. Das ist ganz schön mal. Schnell, an die Waffen. Vorwärts. Unter die Zähne. Oh, noch ein Schleichangriff. Moment mal, da mache ich gleich ein bisschen mit und versuche mir irgendwie das Kraftwerk auszuschalten. Solange das Infernalgeschütz jetzt nicht woanders hinguckt.
Ach du liebe Zeit. Oh my dear time. Jetzt ist ja aber fall. Moment mal. Oh Gott, diese Lecks sind so grauenvoll. Wir haben einen Krieger verloren. Wo ist denn Jarman überhaupt? Der muss hier noch. Achso, der ist hier mit dabei. Komm mal zurück. Komm mal bitte zurück. Ich brauche dich, glaube ich, im Palast. Ich glaube, deswegen leckt's, weil die hier stehen und nicht richtig wissen, wie sie durchkommen. Und wahrscheinlich macht die KI jetzt 20.000 Befehle die Sekunde. Weil die total verwirrt ist mit der Situation. Ich verstehe. Wir haben einen Krieger verloren. Aua. Könnt ihr mal bitte nicht einfach in der Gegend rumstehen und euch abschießen lassen? War nur ein Vorschlag. Man könnte natürlich am Ende machen, was ihr wollt. Ja. Ja. Ich beeile mich. Unsere Basis wird angegriffen. General, eben wurde eine Atomrakete angefeuert. Pah. Soll das alles sein, was ihr Atomraketen zu bieten habt? Seht ihr meine Basis? Hä? Bis jetzt hat mir das einen Scheiß ausgemacht. Er schickt Bär noch mehr vorbei. Oh. Das war ein Witz. Das war. Oh Gott, was geht denn mit der Kamera? Oh nö. Ich sollte doch nicht auf mich gehen. So war das, stand das nicht im Drehbuch. Lacko Botto. Jetzt wollt ihr es aber wissen, ne? Ach ja, stimmt, den hatten wir auch noch. Jetzt ist er down. Hey, ich könnte einen Skatsturm bauen. Damit wird bestimmt alles besser, ich schwöre. Ey, das ist halt wirklich wie einfach nix geht. Oh, schon gut, ich werde arbeiten. Wollen wir das wirklich zu Ende spielen, die Runde? Weil ich meine, das ist jetzt. Halten wir uns noch ein bisschen in den Seilen und so, aber boah, ich glaube, das wird echt eklig. Was wollen Sie von mir? Ich tue, was ich mach mal einen Skatsturm. Vielleicht kann der helfen, das ganze Spiel zu entlaggen. Viel zu viele Atomraketen-Silos. Gehorchen. Können wir nicht in Frieden leben? Der Hammer ist schwer. So. Ich werde gehorchen. Ich hab was. Mit dem Angestein wird das alles in Ordnung gehen. Ja, das Gatsystem schützt uns. Ja, genau. Bis unter die Zähne bewaffnet. So, jetzt mach du mal Platz. Lass mal den da rein. Mach die Augen auf, Junge. Oh, nö. Ich mach noch ein paar Bikes. Geile Bikes aus deiner Umgebung. Ich kann eigentlich noch mehr Paläste machen, weil Paläste, Palastus, ein paar schöne Palaststoffe, die helfen bei der Verdauung. Jawohl, ich meine, das bringt auch noch was, wenn ich dann. Schneller geht's nicht. Tempo, Tempo! Attacke! Yeah!
jetzt chillt mal ein bisschen. Man kann nicht alle Probleme mit Atomwaffen lösen. Also nicht ganz alle. Also gut, Matheprobleme vielleicht schon. Wenn du es nicht lösen kannst, werf einfach eine Bombe drauf. Das könnte funktionieren, aber... Auch nicht die mit mir. Achso, ja gut. Das ist, wenn es nicht doof, wenn Traxxas drauf geht, ne? Den brauche ich noch. Mal gucken, ob ich den irgendwie verteidigt bekomme. Noch eine. Ich muss mal irgendwie gucken, dass ich da... Oh, shit. Was ist denn da alles? Der repariert seine Atomraketen aber gar nicht. Oh, super. Gatling, ja geil. Und Minen, ja geil. Könnt ihr euch einfach sprengen? Das war effektiv. Das ist richtig effektiv. Moment mal, das könnte ich wirklich sprengen. Warum mache ich das nicht? Schön, dass mir das jetzt auffällt. Oh, nö. Ja, das war's. Das war eh eklig zu spielen. Alles doof. Nee, ich glaube, das machen wir mit einer Map, die besser funktioniert. Das wird nichts mehr. Punkte zu verteilen. Ja gut, ja, der Giftangriff wird jetzt auch nicht mehr viel bringen. Ich könnte mal da reinwerfen, aber... Ja, bei mir ist halt auch gerade Party. Nee, das würde ich nochmal machen, aber mit einer anderen Map, die mal irgendwie gescheit funktioniert. Ich guck mal, ob die Rise of the Red Maps, die ich da alle habe, irgendwie was bringen. Ich hoffe, die funktionieren. Nicht, dass das nur mit dem... Aber ich könnte mir vorstellen, dass die funktionieren. Moment mal, sind das nicht einfach nur die Standard-Maps? Oh Gott, was ist denn das für eine Wurst? Ah, die Map würde sich eigentlich anbieten. Die ist auch nicht schlecht. Die wäre auch... Okay, das gegen drei Gegner wäre das doof. Guck mal, ob die funktioniert. Mehr als abstürzen kann das Spiel ja nicht. Welche sah... Nee, halt. Welche sah noch interessant aus? Irgendeine hatte ich gesehen, die... Also, ey! Die würde sich anbieten, ne? So. Ich hier, Verbündeter da. Und das sind die drei Dudes. Schick mir die Karten mehr. Ah, jetzt ist es zu spät, leider. Ah, gucken wir mal. Vielleicht funktioniert hier ja die Performance besser. Also ich würde das diese Challenge nochmal funktionieren. Ich würde diese Challenge nochmal funktionieren. Was laber ich? Nochmal ausprobieren. Oh, das Spiel läuft flüssig. Was geht denn hier? Ich werde arbeiten. Das ist harte Arbeit. Ich habe Hunger. Ich tue, was ich tun muss. Ich werde arbeiten. Marauderpanzer. Ist eigentlich... Nee. Nö. Oh, schon nö, gut. Nö, ich werde arbeiten. Nö. Das ist ganz schön alt. Gerade Age of Empires bedanken. Bloß nicht eitel machen hier das Town Center. Ich werde arbeiten. Wir sind hier fertig. So im Mittelalter sind wir hier. Ich habe Hunger. Oh, schon gut. Ich werde arbeiten. Ich werde arbeiten. Ich werde gehorchen. Die Waffelfabrik. So, kann ich irgendwo... Ah, da ist Öl. Lalalalalala. Die Map ist eigentlich cool. Wir wollen kämpfen. Unser Mut ist grenzenlos. Unser Mut ist grenzenlos. Was wollen Sie von mir? Sie sind sehr wankelmütig.
braucht ihr wirklich einmal außenrum zum Kisten abgeben? Sag mal, habt ihr... Ach, die müssen hier das mal da rein in das Versorgungs... Was zur Hölle ist das für eine Polonaise, die ihr hier macht? Tun Sie mir nichts. Können wir nicht in Frieden leben? Tun Sie mir nichts. Ja. Upgrade verfügbar. Okay. Okay. Was wollen Sie von mir? Geh ja schon. Palast mal so. Als Verteidigung hier vorne. Aber hier würde ich auch was errichten. Diesmal nicht den Mega-TNC-Skatsturm vergessen. Hey Utwin, wo hast du deine Karten heruntergeladen? Ach, das, diese Karten hier, die waren von Rise of Eretz. Also das ist dieser Mod Rise of Eretz. Also es ist ewig her, dass ich den mal drauf hatte. Ich wundere, dass die Karten überhaupt noch existieren. Das Gebäude gehört kampfbereit. Für die Freiheit sind wir fertig. Noch ein Gangsystem. Ich muss vielleicht verteidigen können. Oh Gott, ich brauche auf jeden Fall auch noch einen Radarwagen. Ich weiß gar nicht, was hier abgeht. Was wollen Sie von mir? Ich bin viel zu confused. Und da unten kann ich übrigens auch noch mal ein, wie Sie wünschen. Einmal Geld machen. Einmal Geld, bitte. Ich werde arbeiten. Noch weitere Befehle. Wir sind hier fertig. Ich bin nur ein Bauer. Oh, hi. Von mir. Och Mann, nicht. Sehr oh Gott, Gatling Panzer. Zum Glück habe ich jetzt die Dudes hier. Bitte mal schießen, danke. Auf Wiedersehen. Hm. Das hole ich mir wieder, ich schwöre. Jamel muss mal echt ein Wort mit dich reden. Wenn man die Daten verändert, kann das sehr, sehr hartnäckig sein. Ja, das glaube ich. Aber so im Hauptordner kann es nicht gewesen sein. Dann muss es irgendwo in den eigenen Dateien gewesen sein oder so. Oh, treffen die von hier aus nicht? Oh Gott, der Flammenpanzer. Schlecht. Sehr schlecht. Schlecht, 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 schlecht. Mach den kaputt, bevor er rüberflammt. Okay, funktioniert. Okay, 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 okay. Irgendwie hält's noch. Jarman, gut, dass du da bist, aber gut, Infanterie ist das gerade eh nicht das Problem. Nein! Na, dann nimm's halt. Kriege ich ein paar Schuhe? Wunsch zur Beförderung. Was wollen Sie von mir? Auf in den Kampf! Ja! Kriege ich ein paar Schuhe? Wenn Sie das sagen. Unser Mut ist grenzenlos! Für Ruhm und Ehre! Okay, weiter schießen. Raus, da hoch. Kein Opfer ist zu groß! Wir sind hier fertig. Mir entkommt keiner. Schleiche mich an. Was wollen Sie von mir? Oh, schon gut, ich werde arbeiten. Bis unter die Zähne bewaffnet. Hm. Es dauert nicht lang. Er ist der Nächste. Eine gute Schussposition. Ich hoffe. So, bitte einnehmen. Schlagen Sie mit Ihren eigenen Sie mir nicht. Gut. Nein. Jetzt habe ich so schnell Jarman verloren, weil die einmal ganz kurz dagegen gestrohlt haben. Ah, das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Das ist halt alles voll mit den Minigunnern ist. Ich habe gerade effektiv gewallt. Das Age of Empires Training teilt sich aus.
Schlecht, schlecht, schlecht. Sehr schlecht, das ist ja Wahnsinn. Nö, nö, nö. Ich glaube, ich muss den Posten davon aufgeben. Aber mit etwas Glück kriege ich vielleicht hier verteidigt. Rein mit euch. Nein. Oh Gott, jetzt habe ich nur einen einzigen drin. Das ist schlecht. Das ist sehr, sehr schlecht. Ich glaube, unser Gebäude wird erobert. Bitte mehr. Nein, ich brauche den Palast doch. Ich muss mich jetzt echt manuell anklicken, ne? Super, jetzt darf ich meinen Palast nochmal bauen. Ich habe ja zum Glück so viel Geld. Bei der Polonaise kriege ich halt nicht sehr viel. Bauen wir Atombacken, was? Schon gut, ich werde arbeiten. Ist unter die Zähne bewaffnet. Ich schleiche mich an. Alter, da oben wird er auch gerade überrannt, ne? Das ist doch Wahnsinn, wie die gerade spammen. Wenn die sich nicht festbacken, dann spammt die ja wie die Hölle. Es dauert nicht lang. Und so geht es. Ich bin nur ein Bauer. Ich bin bereit. Sonst noch was? Ich meine, das läuft. Aber die Panzer sind halt ein Problem. Ich habe nicht genug Geld für einen Palast. Wenn ich einen Palast baue, dann... Na gut, den Schwarzmarkt kriege ich eh nicht eher gebaut. Hi. Danke für die Minen. Schlecht. Sehr schlecht. Nee, das ist... Wisst ihr was, das starten wir mal neu. In der Hoffnung, dass es mit Neustart besser wird. Ich habe Hunger. Ich glaube, die Idee wäre. Tun Sie mir nichts. Sie guten sind Abend, sehr wankelmütig. Ich werde arbeiten. Ich werde gehorchen. Das Wasser ist irgendwie anders. Nee, ich tue, was ich will. Ich brauche auf jeden Fall Ressourcen. Ansonsten habe ich am Anfang echt riesige Probleme. Ja, ich werde arbeiten. Das geht so nicht. Was Kaserne Sie raus. Hier? Mehr Arbeiter, dass wir gleich am Anfang schon mal die extra Zeug haben. Das ist China, die haben Manpower. Das ist halt echt so, ne? Das war viel Arbeit. So viele Vorräte, ich werde arbeiten. Oh, so viel. So, und gleich da drüben auch noch eins bauen. Ich habe Hunger. Dann gleich nochmal davor und versuchen da zu holen. Wir nicht in Frieden leben? Das ist harte Arbeit. Ich werde arbeiten. Tun Sie mir nichts. Ich werde gehorchen. Ich tue, was ich tun muss. Ich werde arbeiten. Können wir nicht in Frieden leben? Oh, in der Hoffnung, dass ich jetzt mal ein bisschen Ressourcen bekomme. Ich bin nur ein Bauer. Ich habe. Höhere Ordnung soll herrschen. Oh, schon gut. Ich werde arbeiten. Und ich versuche jetzt gleich mal da oben zu halten, irgendwie, zusammen mit dem Gebäude. Das heißt, wir bauen gleich mal ein Tunnelsystem, dass das zusammen mit dem Gebäude hier verteidigt, mit den Raketenschützen. Ich habe Hunger.
Upgrade verfügbar. Für Gerechtigkeit, für die Freiheit. Ah, jetzt auf den Palast warten. Aber wenn wir jetzt hier einnehmen können. Psst, irgendwas stimmt hier nicht. Ich bin nur ein Bauer. So, da, da, da. Da, da, da. Das ist so seltsam. Wäre es eigentlich sinniger? Ne, die laufen so oder so einmal außenrum, ne? Ich glaube, es macht keinen Unterschied, ob ich. Kampfbereit für die Freiheit. Was wollen Sie von mir? Sie sind sehr wankelmütig. Ich tue, was ich tun muss. So, einmal hier. Dann kann ich gleich den Palast hier machen. Für was steht die GBAs? Die globale Befreiungsarmee. Daraus haben sie... Ich verstehe nicht, warum. Globale Befreiungsarmee ist schon fiktiv. Das ist eine fiktive Fraktion. Und daraus haben sie dann in der deutschen geschnittenen Version die internationale Befreiungsgruppe gemacht. Also, als ob das irgendwas ändern würde. Für Gerechtigkeit. Das war viel Arbeit. Ich bin nur ein Bauer. Gehe ja schon. Dass sie USA und China zensiert haben, okay. Zur westlichen Allianz und Asiatischer Pakt, aber mit GBA, das ist eh ein fiktiver Name, keine Ahnung. Ich habe mir wahrscheinlich gedacht, okay, jetzt haben wir zwei Fraktionen geändert, jetzt machen wir die dritte auch noch. Was wollen Sie von mir? Kriege ich ein paar Schuhe? Wir haben das Gebäude eingebaut. Aha, ich war schneller. Moment mal, warte. Oh, nee, das ist... Okay, das kriegt man noch. Ich baue jetzt so schnell es geht Jarmen hier. Ich werde gehorchen. Ja, so schnell es geht, ist relativ, ne? Der Typ, das ist nur ein einziger, der das Gebäude hochzimmert. Dem will auch keiner helfen, ne? Unser Gebäude wird erobert. Wir haben einen Krieger verloren. Was wollen Sie von mir? Will ich ein paar Schuhe? Oh Mann. Oh Mann. Jetzt geht's schon wieder los. So, dann gucken wir mal. Skorpione-Spam. Ja, jetzt machen die die Ölfelder kaputt. Rein, rein. Mein Feelingsgeschütz gegen die Infanterie, bis Jarmen da ist. Ansonsten... Skorpion-Raketen und Skorpione. Und da kommen sie. Eklig. Das ist ja noch schlimmer als letztes Mal. Ja, jetzt ist Jarmen da, jetzt ist es zu spät. Ich muss den Palast schneller gebaut kriegen, aber... Oh. Obwohl, zu spät ist es noch nicht unbedingt. Ich glaube, das kriege ich sogar noch hin. Stimmt, ich könnte auch mal ein Radar aktivieren. Wenn man sich ein Spiel von Utwin anzieht, weil es Utwin ist, wenn man vom Spiel keinen Plan hat. Ja, kann vorkommen. Warum schießt Jarmen oftmals einfach nicht? Ja, obwohl, das ist gerade so ein toter Winkel, glaube ich. Aua. Tun Sie mir nichts.
Alter, die sind jetzt gerade bei allen Fronten übelst am Überrennen. Ich glaube, das wird bei einem 2 gegen 3 nichts. Oh ja, die Skorpionrakete, wow. Mega. Verdammt, Doppelkill. Ich werde gehorchen. Wenn Sie das sagen. Nur ein Bauer. Ja, wenn wenigstens nur ich die Probleme hätte, aber Dr. Trax hatte auch riesige Probleme an seiner Front. Obwohl, da scheint es ja irgendwie zu gehen. Ich tue mein Bestes. Naja, hier drüben, darüber bitte, genau. Genau, kommt doch rüber zu meiner Verteidigung, bitte. Da irgendwo Sachen gab. Oh Gott, die haben da alles zugepflanzt. Und ich habe leider den Sprengfallangriff kann ich nicht sofort machen. Alter. Ja, geil. Da hat einer jetzt alles weggedackert da unten. Ich muss schneller das davon erhalten irgendwie. Das ist der kritische Punkt. Ich meine, wenn Jarman hier Spaß hat, dann geht das richtig gut ab. Ich habe Hunger. Ich werde gehorchen. Was mache ich? Ich meine, ich könnte ja auch da unten lang. Aber was bringt er jetzt? Sind die Ölfelder eh zerstört? Ich meine, ich könnte auch mit Dr. Trax tauschen und versuchen, da oben zu kämpfen, aber... Achtung, wir haben ein Raketen. Nein, dann hätte ich aber auch zwei Fronten. Dann hätte ich einmal die und die andere. Dann hätte ich lieber nur die eine. Die TNT-Fähigkeit. Ich würde halt gerne auf weitere Schwarzmärkte sparen, aber bis dahin ist es zu spät. Wird es irgendwann ein Let's Play zu Battlefield Gothic Armada 2 geben? In absehbarer Zeit eigentlich nicht. Es könnte sein, dass es irgendwann mal gibt, aber ich würde jetzt nichts versprechen in der Richtung. Alter, die Nukleargeschütze noch dazu, ne? Also einmal würde ich es im Falle nochmal versuchen, würde ich nochmal neu starten. Aber jetzt mit den Skorpionen, auch mit Raketen, ich komme gegen den Panzergeneral mit seinen doppelten Beförderungen schon alleine nicht an. Alter, und diese extra Schüsse noch. Der hat auch schon Urangranaten. Der hat schon alles, was man haben muss. Das Gebäude ist fertig. Oh, schon gut. Ich werde arbeiten. Ich muss tatsächlich irgendwo vorne an der Engstelle halten. Und dafür ist es jetzt schon zu spät. Ich würde das nochmal neu starten. Ich meine, Trax ist noch nicht aus dem Spiel. Ich lebe auch irgendwie noch. Oh Gott, jetzt kommt die auch hinten rum. Nee, ich würde es nochmal neu starten. Ich würde es versuchen, so schnell es geht, so aggressiv wie möglich vorne was zu machen. Ich habe eine Idee. Können wir nicht in Frieden leben? Du gehst gleich mal vor. Die erste Kaserne, die ich baue, wird gleich da oben errichtet werden. Ich werde arbeiten. Ja, Sie sind sehr wankelmütig. Ich werde arbeiten. Ich tue, was ich tun muss. Zwei, das Nachschublager kommt da drüben, da ich gleich die Anfangs... Ressourcen habe. Ich werde arbeiten. Jetzt ein 1 gegen... Ja, jetzt, wo ich ein 2 gegen 3 nicht schaffe, muss ich unbedingt ein 1 gegen 7 machen.
Auf jeden. Ich werde gehorchen. Ich bin nur ein Bauer. Ich werde was wollen fertig. Sie von mir? Können wir nicht in Frieden gehorchen? Leben? Tun Sie mir nichts. Ich werde arbeiten. Sie sind ja sehr wankelmütig. Der Hammer ist arbeiten. Schwer. Ich werde gehorchen. Ich fürchte, dafür reicht der Platz nicht. Können wir nicht in Frieden leben? Ja, kriege ich ein paar Schuhe? Ich werde arbeiten. So, am besten nicht unnötig Geld ausgeben jetzt. Ich beeile mich. Was wollen Sie von mir? Denn jetzt brauche ich auch gleich den Palast. So, wieder ein Gebäude fertig. Das Gebäude ist fertig. Einmal hier, dass ich dann gleich einnehmen kann. Das Gebäude ist fertig. Wir wollen kämpfen. Tun Sie mir nichts. Ich bin nur ein Bauer. So, nochmal drei extra, dass das Geld hier schneller reinkommt. Radarwagen kann ich erstmal noch warten. Ich habe Hunger. Das ist ganz schön weit. Besseres Werkzeug. Verderben allen Unterdrückern. Ein Multiplayer gegen Koga. Spaß für alle. Wie hast du so eine Auflösung? Da muss man ein bisschen an den Optionsdateien rumschreiben. Da muss man einfach die Werte ein bisschen ändern. Im Notfall schaust du einfach mal online. Dann da findet man relativ schnell was. Ich habe da auch einfach gegoogelt und kam dann zu Lösungen. Das war schön. Unser Mut ist grenzenlos. It just works. Wir sind hier fertig. So, jetzt kriege ich nämlich auch die ersten Raketensoldaten. Das Tunnelsystem ist auch halbwegs. Man kann es sich leisten, sagen wir es mal so. Dementsprechend werde ich noch ein Ziel hinhauen. Ah, apropos, genau. Also, weil ich das eingenommen habe, kann ich mir eigentlich den Palast... Oh Gott, da kommt er schon. Schlecht. Ich meine, okay, die können schon schießen, aber... Oh, Dark Illumentus, danke für die 2 Euro. Danke, dass du mich schon viele Jahre unterhältst. Ja, gerne doch. Okay, das wird gerade noch so abgewehrt. Schießt der von hier? Nee, das ist dieser Hügel im Weg. Okay, der Palast. Der könnte hierher passen. Wenn Sie das sagen. Das wäre eigentlich ideal. Wie ich so schon sagte, er versorgt mich mit den nötigen Palaststoffen. Okay, das sieht doch schon mal fürs Erste besser aus. Ich habe Hunger. Jetzt kann ich mal einen Radarwagen machen. Unsere Basis ist in Gefahr. Ja, geil. Unser Gebäude wird erobert. Kein Opfer ist ja, richtig groß. Geil. Ja, mega geil. Ja, natürlich. Könnt ihr den bitte abschießen? Wir haben einen Krieger verloren. Ah, nee, nicht die Terroristen. Warum schießen die nicht mehr? Dass hier irgendwas nicht stimmt, das sehe ich. Oh Mann. Hier und da hat das Spiel Glitches, ey. Und Palast. Fertig. So, Jarman. Du musst helfen. Dringend. Okay. Mit dem Angriff Jarmans wird alles gut. Wird alles in Ordnung kommen. Schwarzmarkt. Noch ein Schwarzmarkt.
Jarman, bist du bald mal da? Das Essen ist fertig. Oh, Mann. Junge. Komm her. Geht doch. Komm erstmal so und schieß im Idealfall. Aber wenn ich mir das so angucke, komm hier rein. Und schieß ein bisschen. Sehr gut. Im Notfall würde ich den Palast noch da vorne verlegen, da würde ich nämlich mehr treffen. Gute Arbeit, General. Glückwunsch zur Beförderung. Das sieht doch nicht schlecht aus. Ich meine, mein Verbündeter hat... Oh. Für den könnte es wirklich besser aussehen. Gib mir ein G, gib mir ein B. Ich habe Hunger. Kriege ich ein paar Schuhe? Das war viel. Das ist ganz schön weit. Wir sind hier fertig. Unsere Heimat ist in Gefahr. Ein paar Schuhe? Wie Sie wünschen. Gehe ja schon. Genau deswegen. Ich wusste doch gleich, dass da jetzt hinten um was kommt. Wisst ihr was? Erstmal extra Geld. Wir haben einen Krieger verloren. Ja, super. Jetzt haben die mir den Arbeiter erschossen. Unsere Basis ist in Gefahr. Können wir nicht in Frieden leben? Ja, also, das ist jetzt kein System schützt uns. Freiheit für unser Land. Das System schützt uns. Jetzt kommen noch Mix. Aber jetzt kommt Geld rein. Hei, hei, hei. Wir haben einen Krieger verloren. Oh nein. Wir haben ein Raketensilo entdeckt. Ich tue, was ich tue. Schon gut. Was mache ich gegen zweifach beförderte Panzer? Springen. Felix beschützen. Ja. Ich werde gehorchen. Der Hammer ist schwer. Was wollen Sie von mir? Gibt es kein besseres Werkzeug? Uncool. Warum kommen die denn jetzt hinten rum? Mann! Ich hätte den Palast nicht da, sondern hier in die Mitte etwas setzen sollen. Hier, dass das irgendwie front, aber. Gute Nacht, Nidu. Wir sind hier fertig. Wir haben einen Krieger verloren. Können wir nicht in Frieden leben? Unsere Basis ist in Gefahr! Ich mache aber mal ein paar Skopen. Ja, okay. Na komm, jetzt habe ich das Spring-Upgrade. Wir haben einen Krieger verloren. Boah, dass der Panzergeneral mir jetzt in die Flanke fällt, ist echt eklig. Nee, ich glaube, so ein 3 gegen... Ich meine, wenn ich den... Palast ein bisschen besser platziert bekommen würde, vielleicht, aber so. Eklig. So. Okay, der hat den übernommen. Das ist cool. Ich meine, geldtechnisch habe ich keine Probleme. Nur alles andere ist ein Problem. Aber auch das hier wird jetzt langsam versagen. Oh nein. Schlecht. Wir haben einen Krieger verloren. Ich tue mein Bestes. Ich meine, mein Verbündeter hält sich noch irgendwie. Achtung, wir haben ein Raketensilo entdeckt. Bis unter die Zähne bewaffnet. Das System schützt uns. Gute Arbeit, General. Glückwunsch. Ja, jetzt machen wir halt alles hier wieder kaputt.
Unsere Basis wird angegriffen! Wieder ein Gebäude fertig. Bitte aufhören. Bong. So viel zu dem Palast da. No, Mann. Ey, das ist so eklig, das ist Wahnsinn. Krieger verloren. Können wir nicht in Frieden leben, wenn Sie das sagen? Ja. Gehe ja schon. Ich schieße auf alles, was ich werde arbeiten. Ich beeile mich. Ich schieße auf alles, was ich kriege. Psst. Ich werde arbeiten. Was steht hier nicht, Feinde? Wir haben einen Krieger verloren. Okay. Palast nochmal mit Raketenschützen brauche ich da an der Seite. Ja klar, natürlich. Instant. Böse. Automatisch reparieren, ja bitte. So schön es auch war, dass ich vorhin so viel Geld hatte, aber das hält jetzt auch nicht mehr lange. Sind wir noch da? Hä? Ach nee, ich brauche erstmal einen Palast dafür, alles klar. Was wollen Sie von mir? Ja. Okay, irgendwie steht alles noch. Mehr Schwarzmarkt, bitte. Dann Jarman. Hier rein, bitte. Brrrr. Brrrr für die Welt. Ich werde arbeiten. Komm, kriegen die Arbeiter endlich mal ihre Schuhe, dass sie nicht mehr rumlabern und rummeckern. Jarman, du wirst echt gebraucht so langsam. Gut. Wir haben jetzt panzerbrechende Munition. Ja. So, wieder ein Gebäude. Komm, schieße voll. Ich krieg den nicht. Der kann nicht outrangen? Wie gemein ist das denn? Ich muss jetzt endlich mal den verbesserten Skatsturm auch mal einsetzen. Nee, ja schon. Okay, ich mach schon. Tun Sie mir nichts. Das System schützt uns. Ich werde arbeiten. Freiheit für unser Land. Nur ein Bauer. Das ist kein Schuss. Explosion, Skatsturm. Ihm wurde eine Atomrakete angefeuert. Noch nein! Ah, und auch noch Gatling-Panzer. Bitte. Klippen? Kein Problem. Bumm.
Vollgas! Das ist gerade echt nicht cool. Ja. Gibt es kein besseres Werkzeug? Wir sind Radarbus. Ja, stimmt. Kommt. Können wir nicht in Frieden leben? Oh ja, ich bekomme gerade wieder eine ganze Menge Knete rein. Oh mein Gott. Ja, ich glaube, mein Verbündeter wird es nicht mehr lange machen. Und dann ist eh vorbei. Weil dann geht alles auf mich. Unsere Basis wird angegriffen. Die kriegen uns nicht. Attacke! Oh, ein Hinterhalt. Ich kann mich hier irgendwie halten, aber wenn mein Verbündeter weg ist, war's das. Jetzt kommt noch meine Atomrakete, dann wird auf mich, auf meinen Verbündeten und dann ist da wieder vorbei. Unsere Heimat ist in Gefahr. Mit der Übeltäterei. Mein Krieger verloren. Hey, die wirkt gut. Vollgas. Unser Verbündeter hat einen Skatsturm gestartet. Oh, Skatsturm. Oh, die ging auf mich. Schlecht. Oh nein. Aber ich glaube, der Palast hält noch knapp. Schon wieder so ein toter Winkel. Ich verstehe. Ja, klar, fliegt. Diese toten Winkel hier und da, dass da die Scharfschützen einfach nicht schießen, die sind auch total bescheuert. Ah, guck mal, da landen sie wieder. Mein Skatsturm hat ja, glaube ich, extra Sprengkraft gehabt. Letzte Hoffnung, dass die Skatsturmfront funktioniert. Aber bis dahin halte ich nicht durch. Jetzt ist Jarman weg, jetzt ist der Palast kaputt. Das ist einfach krank. Was wollen Sie von mir? Kommen Sie, wenn ich in die Quere. Okay. Ja, ja. Wir haben einen Krieger verloren. Nee, mein Verbündeter geht auch drauf. Ich glaube, das war's. Wir können irgendeine andere Runde machen. Von mir aus ein 3 gegen 4 oder sowas. Irgendwas, was ich nicht ganz so einseitig, weil das Problem ist jetzt 2 gegen 3. Das ist einfach zu krass. Ich wüsste nicht, was ich noch machen soll, außer ich würde den... Ich meine, wenn ihr... Ihr könnt mal schreiben. Wollt ihr das was nochmal versuchen? Weil ich könnte mir noch vorstellen, dass ich den Palast ein bisschen anders platziere am Anfang, dass das was bringt. Ob ihr wollt euch nochmal versuchen oder ob wir ein anderes Match machen wollen. Also ich würde mir gerne mal den besseren Skatsturm angucken, aber ja gut, vielleicht lebe ich ja noch lang genug. Das war zumindest was wird, aber boah. Wie die halt wirklich von drei Seiten kommen die ganze Zeit. Das ist halt das Eklige. Wenn ich die Mitte nicht halte, dann bin ich total am Arsch hier. Bei dieser Front. Die kommen sogar jetzt von der Seite noch. Ach, guck mal, wer da keinen Strom hat. Ah, guck mal, wer da wieder kommt. Oh Mann. Ach, Jarman ist wieder da. Können wir nicht in Frieden leben? Sie das sagen, Jarman, komm mal darüber. Ja, klar, jetzt kommt noch ein. Das ist echt ein Witz. Drei gegen vier, das klingt nach einer Idee. Bevor ich den Skatsturm noch habe, dass ich mir den Explosionsskatsturm angucke, dann bin ich mit dem Mineral fertig. Ich hoffe, dass der so lange überlebt. Ich versuche mal bis dahin einfach noch ein bisschen Verteidigung aufzubauen. Schneller geht's nicht. Die kriegen uns nicht. Springen wir ein bisschen. Auf See. Ja, klar, jetzt noch Arti.
Das war viel Arbeit. Ich werde gehorchen. Können wir nicht in Frieden reden? Ich bin nur ein Bauer. Geh ja schon. Unsere Heimat ist in Gefahr. Wenn Sie das sagen. Können wir nicht in Frieden leben? Boah. Was wollen Sie von mir? Das war viel Arbeit. Mein Bestes. Moment, Stefan, das ist immer noch unser da. Gebäude wird erobert. Das System schützt uns. Beziehungsweise er ist wieder da. Wir haben ein Gebäude verloren. Ernsthaft, die verkaufen unsere den Schwarz. Ah, oh, Mann. Das war viel General, eben wurde eine Atomrakete abgefeuert. Der One-Shot hat jetzt einfach meinen Skatstamm, bevor ich schießen kann. Ach ne, Schießbewaffen verwendet. Das ist ganz schön weit. Wie Sie wünschen. Unser Gebäude wird erobert. Wir ja schon. Ach so, weil die das ist. Wir haben ein Gebäude verloren. Unsere Basis wird angegriffen. Hey, guck mal, da ist auch so ein Ding. Da schieße ich den Skatsturm rein. Mal gucken, was die extra explosive Skatsturm so bringt. Yeah. Unser Gebäude wird erobert. Wir haben ein Gebäude verloren. Wir haben einen Krieger verloren. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Und tschüss, Kommandozentrale. Ja, dann haben wir genug gesehen. Hui. Jupp. Alles klar. Ja, das war's. Okay. Dann würde ich mal sagen, machen wir noch eine Runde 3 gegen 4. Viel zu wenig Verteidigung. Ich meine, was hätte ich da auch machen sollen als GBA? Die Skat-Stellungen bringen da nicht viel gegen diese Flut. Höchstens Paläste, aber die würden wir auch ziemlich schnell zerschossen. Was haben wir denn so an? Ja, die würde sich anbieten. Wenige. Na, dann machen wir die hier, würde ich sagen. So 3 in einer Linie gegen 4 auf der anderen Seite. Dreimal GBA gegen 4-mal USA. Und wen soll ich denn? Soll ich jetzt mal Dr. Trax spielen? Das war eigentlich eine Idee, ne? Oder wir spielen mal wieder. Ich meine, wir haben jetzt eine ziemlich lange Zeit mit GBA gespielt. Also Sieg hin oder her, aber wir können jetzt auch mal wieder was anderes machen. Was würdet ihr gerne sehen? Spellforce 3, Northgard oder Ancestors Legacy? Bei alles 30 Ideen, gerade bei Spellforce 3 habe ich ja überlegt, ob ich die neue Kampagne vielleicht stream statt Let's Play, aber ich bin mir aktuell noch unsicher. Aber ich würde mal sagen, wir nehmen die Map. Aber ja. Laser, Panzergeneral. Panzergeneral. Ich meine, mit Panzergeneral mache ich jetzt auch nicht so viel verkehrt, ne? Tausende Panzer. Panzer auf jeden Fall. Okay, dann machen wir den Panzergeneral. Wird mal zurückgewalzt jetzt einfach. Nuklear, Laser, spielt doch USA, Panzergeneral. Panzer. Ach stimmt, so Panzer, ich meine, wir hatten ja heute schon, das erste Match, was wir hatten, war mit Infanterie. Das zweite Match, was wir hatten, war dann mit Luftüberlegenheit. Das dritte Match war irgendwas. So richtig schön mit Panzer reinzudrücken. Das hat uns noch gefehlt heute. Einmal Panzer-Spam.
dann zusammen... Ja, dann würde ich mal sagen, dann gehen wir mal auf die Seite, die ebenso unterdrückt wurde, ne? Dann machen wir, spiele ich einfach mal auf der Seite dieser unglaublichen Spammer als der Panzergeneral mit. Bin ich jetzt Panzer, dann haben wir hier den Atomwaffengeneral. Und den Infanteriegeneral. Und als die vier Gegner, das sind wir mal hier unten. Ich bin in der Mitte, die anderen beiden an den Flanken. Oder, nee, komm, ich glaube, ich möchte an der Flanke spielen. Ich bin hier, die anderen beiden da. Und die Gegner, entweder mache ich viermal GBA oder viermal USA. Was? Laser und Super und TNT und Tarn. Spellforce 3 Reforced. Hast du vor Spellforce 3 Reforced? Reforced? Hä, was? Hab ich noch nicht von gehört. USA. USA könnte natürlich interessant werden. Haben heute genug Sandpeople gesehen. Mal USA. Okay, dann machen wir mal USA. Machen wir einfach mal alle Generäle, die haben. Superwaffen, Laserwaffen, Luftwaffen. Und das dritte Mal wird einfach Standard USA, würde ich sagen. Also das letzte Mal. Superwaffe wird violett. Laserwaffe wird türkis, Luftwaffen wird blau, Standard USA ist einfach grün. Ich würde sagen, sollen wir Superwaffen genau ganz hinter tun? Das wäre aber ziemlich gemein. Ja, das wäre das Effektivste, ne? Ja, halt, so. Das wäre aber echt gemein. Dann könntet ihr halt einfach wirklich... Spam ohne Ende. Nee, ich würde die normale, ich würde einfach so machen. Warte mal, ich mache so einfach zack, zack, zack. Und die normale USA ist hinten. So sollte es hinhauen, ne? Alles klar, dann legen wir los. Ich bin verwirrt. Wo bin ich? Wer bin ich? Hä? Schön hier. Ach da, okay. Gott, ist das groß, die Karte. Gleich mein Radar hinterher. Ich möchte sehen, wo ich bin und wer ich bin. Und wieso ich bin. Ah, hier. Gleich die doppelte Beförderung für die Faust-Maus-Panzer ist schon nicht schlecht. Jedoch. Wir werden im Wohlstand leben. Wir sind fertig, Genosse General. Das wird mal ein hübsches, große Pläne. Upgrade verfügbar. Schön hier. Ist halt die Frage, wie sehr ich auf Overlords gehen will. Aber wenn ich Force Maus sowieso abwerfe per Panzerabwurf und sonst irgendwie. Ich kann schon sehr stark normale Panzer auch spammen, ne? Komm, mach mal die Force Maus extra. Die doppelte Beförderung gleich von Anbeginn. Ich hab's ja gesehen bei den Gegnern, das ist leicht böse. Ganz leicht, minimal. So, so eine ganz kleine Bösigkeit hat es drin. So, ich hätte gerne die Ressourcen von dem da hinten und bloß die Griffe weg. Den hole ich mir. Hallo, du bist ja eine interessante Map. Ach du liebe Zeit, du bist echt eine interessante Map. Das ist eine riesig große Map, sehe ich gerade. Dieser Wahnsinn. Oh, Emperor Overlords. Stimmt, ich glaube, die hatten Bunker plus Propagandaturm drin. Ich glaube, das war das Kaputte an denen. China war sehr großzügig. Ah, ja. Ein guter Anfang. Oh Gott, das fängt schon an zu ruckeln leicht. Upgrade verfügbar. Ich baue für China. Wir haben große Pläne.
Extra Nachschub. So, den nehme ich auch mit. Ich nehme mit an Ressourcen, was ich kriegen kann. Die Volksarmee. Verteidiger sind die Rote Garde. Komm, einmal einnehmen, bitte. Wir werden im Wohlstand leben. Ein sehr guter Plan, Genosse General. Lasst uns bauen. Lasst uns bauen. Jo. Hier, die Spam, wie schnell die schon spammen. Die KI muss doch. Die KI muss sich doch Ressourcen cheaten, das kannst du mir nicht erzählen. Auf schwer. Gatling-Waffen, Gatling-Waffen. Das wäre so, obwohl die Overlords haben dann, glaube ich, noch. Obwohl, weiß nicht, hatten wir auf die dann großartig was gemacht? Ich baue für China. Ah, ja. Gleich mal Panzer holen. Wir werden im Wohlstand leben. Meine Gatling hier vorne, bitte. Chinas Panzerdivision. Lasst uns bauen. Nachschub. Das wird mal ein hübsches Gebäude. Chinas Panzerdivision. Das Gebäude ist. Oh oh, Helis. Da oben gibt's auch noch Vorräte. China war sehr großzügig. Verteidiger des Friedens. Wird gemacht. Jede Menge Munition. Konstruktion. Anita. Ich baue für China. China wird wachsen. Hab mehr Panzer als ihr Kugeln habt. Oh ja. Okay, jetzt habe ich bald Probleme mit Energie, glaube ich. Ich mache mal ein Kraftwerk dahin. China war sehr großzügig. Ja, die Helikopter sind ja anderer Meinung. Ich sehe es schon. Okay. Gute Frage, ob die irgendwas vorhaben, aber ich würde hier gerne hier oben dann, wenn ich noch das Geschütz mache, noch eine Gatling dazu platzieren, dass die da Luftangriffe nicht so schnell reinpflanzen. Und dann sind wir eigentlich auf einem guten Weg. Ja, genau. Einheit verloren. Oh, hi. Genau deswegen habe ich den Gatling-Panzer dazu platziert. Ja, nicht die Weiße. Wir spielen ja China, nicht Frankreich. So, bitte nochmal ein Bulldozer. Genau, weil ich möchte jetzt eine Propagandazentrale haben. Wir bauen für das chinesische Reich. Wie schnell die von... Weil die den Nuklearantrieb haben, ne? Von dem Atomgeneral. Wie schnell die Panzer da sind, das ist Wahnsinn. China braucht uns. Ach, wie süß, ein unbeförderter Panzer. Boom. Boom. Wo geht's zur Schlacht? Wir haben große Pläne. Da. Ein sehr guter Plan, Genosse General. Yay. Für die Rote Armee. Mehr Panzer, mehr Gatling. Mehr Panzer, mehr Gatling. Wir werden im Wohlstand leben. Warnung. Partikelkanone geordnet. Da geht's schon los, ey. Machen wir noch das Webzentrum. Aua. Mix. Lass mal, es haben eine höhere Feuerrate. Erstmal hier bitte. Ein paar Anitas raus. Lasst uns bauen.
sind fertig, Genossen. Ich habe jede Menge Munition. Ich baue für China. Sieht gut aus. Ich baue gleich da vorne auch noch eine Panzerfabrik. Hm, schön hier. Oh, oh, Paladine. Aber wir alle wissen, können die ja keinen Schaden machen. Ja, gut. Ah. Piloten. Glaubt ihr doch selber nicht, dass ich oben Paladin bin. Also ich glaube, ihr könnt durchkommen. Ihr dürft gehen. Ihr dürft passieren. Sag mal, jetzt ist aber alles okay bei dir, oder was? Wie viel denn noch? Ist heute Partikelfreitag, oder was? Macht mal den Autolader bitte. Wir versuchen mal eine kleine Offensive. Oh, jetzt fängt schon an zu laggen hier. Was soll ich hacken? Okay, eine Sekunde. Wie ausgebaut? Was ist denn hier schon wieder mit den Rucklern? Oh, hi. Bin du durch, danke. Oh, das war Colonel Burton. Panzer! Ich begrüße Sie. Sie wurden befördert. Hm, reicht noch nicht. Oh mein Gott! Aua. Ja, jetzt ist aber wirklich alles gut langsam. Ich glaube, ich kann da bald mal auf Emperor Overlords gehen. Ich hätte gerne eine weitere Waffenfabrik dafür. Gute Entscheidung. China war sehr großzügig. Natürlich. Oh. Aua, blöden Tankkappenbombe, ey. Und jetzt noch Raptors. Oh. Ich brauche Verstärkung. Machen wir mal einen Emperor. Wo hast du das Spiel her? Das ist jetzt von Origin. Also ich habe alle Command & Conquer-Teile einmal auf Origin. Das ist der einzige Grund, warum ich überhaupt noch Origin starte. Ist, wenn ich mal was mit Command & Conquer machen will. Oh Gott, jetzt gibt's gleich die ultimative Partikelkanonen-Apokalypse. Ich muss dann auch gleich mal, Alter. Ich dachte, ich spam hier die Panzer. Was ist denn los? Oh Mann. Ihr nervt alle. Ich will Panzer haben. Warnung. Partikelkanone aktiviert. Ah ne, der hat automatisch einen Propagandaturm unten. Bunker? Einheit verloren. Wo wird hier gestrahlt? Ach so, das ist ein, ja gut, das ist ein Kraftwerk von mir aus. Be my guest. Partikelkanone geortet. Lasst uns bauen. Schön hier. Einheit verloren. Das ist nicht cool. Nein, nein. Nicht cool. Hm, bitte wegmachen. Okay, einen habe ich weg. Sag mal, was kommt denn hier? Weiter strollern und... Es tut so weh. Aufhören.
Glückwunsch, General. Sie wurden befördert. Zurück, 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 rüber. Boah. Also, was ist Interesse? Ne, die können nicht rein, die haben keinen Bunker. Ich habe ein kleines Problem. Die Front fällt zusammen. Warnung, Partikelkanone aktiviert. Fahr bloß weg. Aber was geht denn mit dem Superwaffengeneral? Bauarbeiten beendet, Genosse General. Wir haben große Pläne. Einheit verloren. Schön hier. Geht ihr mal bitte da hoch, ich brauche euch. Oh Mist, meine erste Waffenfabrik ist ja auch weg. Ich glaube, ich komme zu spät. Weil ich merke, dass da vorne als Front kann ich eigentlich halten. Das würde ich ja. Jetzt kommt kein Bird, dann schießt mir alles weg. Jetzt ist vorbei. Ich würde das nochmal neu starten. Ich weiß, was ich anders machen muss. Ja, oh Gott, ich kann nicht mal was trinken. So. Wir haben große Pläne. China wird wachsen. Will ich die? Ja, ich will sie. Wir bauen für das chinesische Reich. Lasst uns bauen. Ah, ja. Sehen wir mal nach. Erstmal extrem auf Ressourcen gehen. Verfügbar. Die ECM-Panzer können Raketen umlenken. Wir bauen hier haben große Pläne. Wir werden im Wohlstand leben. Laden wir unsere Kiste voll. Ich glaube, einer reicht bei dieser. Laden wir unsere Kiste voll. Wir werden im Wohlstand leben. Ein sehr guter Plan, Genosse General. Ich baue für China. Sehen wir mal nach. Wir haben große Pläne. So, mal ran mit den Ressourcen, bitte. Wir werden im Wohlstand. China war sehr großzügig. Und alles andere wird ziemlich vorwärts sein. Ich baue für China. Lasst uns bauen. Noch ein Nachschublager, bitte. Ein guter Anfang. Dankeschön. Kaserne kommt hierher. Sehr guter Plan, Genosse General. Laden wir unsere Kiste voll. Genau, das mit den Einbunkern, weil es gerade geschrieben wird, das habe ich gerade so vor. Ich möchte davon jetzt so die vorgeschobene Basis errichten und da dann auch Bunker, dass ich das verteidigen kann. Ah, nee, halt hier nicht, da wollte ich nur einen haben. Hier können wir noch einen machen. China war sehr machen wir noch mal einen Atomreaktor hierher, den werden wir brauchen. Lasst uns bauen. Wir werden im Wohlstand. China war sehr großzügig. Gemeinsam sind wir stark. Wir sind die Rote Garde. Hier, ich glaube, das Ding da oben werde ich gar nicht brauchen. Pläne. Wir werden im Wohlstand leben. Panzerfabrik.
Olle. Schön hier. Wir haben große Pläne. Hanuta. Obwohl, komm, hier hinten mache ich auch mal eine Kaserne, wo ich dann die Hecke raushole. Upgrade verfügbar. Stillgestanden. Verteidiger des Friedens. Wir haben große Pläne. Bauarbeiten beendet, Genosse General. China wird wachsen. Wir sind die Rote Garde. Lasst uns bauen. Kann man hier eigentlich hoch und runter? Oder war das nur ein speziellen Zugängen? Das Gebäude ist fertig. Konstruktion abgeschlossen. Das weiß ich gerade gar nicht mehr. Wir haben große Pläne. Schön hier. Wir werden im Wohlstand leben. Ah, ja. Warten auf Befehle. Oh, cool, Achter, Kulber. Danke für die 5 Euro. Danke, Udin, dass du immer wieder so viele nostalgische Erinnerungen zukommen lässt. Ja, gerne doch. Das ist irgendwie so der Kern meines Kanals quasi. Die Existenz. Machen wir das Meister-Popper-Zentrum. Kommt man da runter? Ja, man kommt hier lang. Okay, alles klar. Ah, alles klar. Dann mal schön weiter die Bunker. Die Bunker. Boah, wie schnell die Bunker gebaut sind. Feind Panzer in der Nähe. Ich baue für China. Schön hier. Wir durchbrechen ihre Panzerung. Bauen wir mal ein bisschen was. Ja, Ressourcen kommen gut rein gerade. Beschweren kann man sich da tatsächlich eher weniger gerade. Chinas Panzerdivision. Ja, ich bin die Artillerie. Hallo Artillerie. Wir haben große Pläne zur Konstruktion abgeschlossen. Hecke. Webzentrum. Tut mir leid. Ich bin ein bisschen vorbereitet. Hanuta! Oh Mann. Okay, ich bräuchte doch wirklich noch einen Kommandozentrale da vorne, weil die Bulldozer mal ran zu schippern. Obwohl, es geht eigentlich. Rein mit euch! Ich baue für China. Ins Netzzentrum. Wir werden im Wohlstand leben. Der Nickname kommt aus dem Englischen und spricht sich See you later. See you later. Ah, ja, okay, ja. Okay, ich verstehe. Ja, jetzt, wo du gesagt hast, jetzt sehe ich es auch. Man kann nur ein Webzentrum bauen. Leider. Ich habe es auch gerade versucht letztens. Das hat nicht mehr als eins ging nicht. Kleine Frage, tut auch nicht weh. Hast du Humankind schon mal gezockt? Das Civilization-ähnliche Rundenstrategiespiel, ne? Ich habe von gehört. Ob ich es mal spiele, ich weiß es nicht. Also ich habe es noch nicht gespielt. Ob ich es mal spiele, wird sich zeigen. Batterien aufgeladen. Ich baue für aber bis jetzt kam noch nicht mal die erste Partikelkanone. Das kann nur besser werden von hier an. Sehr guter Plan. China war sehr großzügig. Ich bereite mal den Panzer-Spam vor. Sieh doch mal ein hübsches Gebäude. Ich baue für China. Wir sind zur Ruhe bereit. Ablenkkabel bereit. Das Spiel will langsam schon wieder nicht mehr. Ich bin die Artillerie. Ein Panzer in der Nähe. Wir haben große Pläne. Ah, da ist die erste. Es gibt immer einen Weg rein. Ja, genau. Natürlich. Ich verstehe, mein Freund. Machen wir mal einen Ruhigposten. Glückwunsch, General. Sie wurden befördert.
Ist in Ordnung, ich habe ja Spaß dran, ständig Bulldozer nachzubauen. Ein feindlicher Kommandobot wurde geortet. Ah, okay, ich kann die orten. China war sehr großzügig. Ich helfe. Höre den Feind ab. Feindpanzer in der Nähe. Der Feind wird abgehört. Wir durchbrechen ihre Panzerung. Hm. Abend, Night Sentinel. Ein paar kleine Truppenhacker. Ja, genau, das habe ich vor. Deswegen produziere ich gerade auch ein paar mehr. Die passen ja schon nicht mehr mit rein. Ich würde die ein bisschen verteilen. Vielleicht so. Vielleicht da unten ein paar so. Ein paar so irgendwo dazwischen drin, wo jetzt die Partikelkanone nicht unbedingt reinstrahlt, ne? Ich baue für China. Guter Anfang. Atomrakete ist schon alleine für die Upgrades für die Panzer, wird das unglaublich wichtig. Oh, Raffinerie eingenommen, interessant. Heck, heck. Warnung, Partikelkanone geortet. Natürlich, die gab's wieder im Sonderschlussverkauf, ne? Kassane sieht so deplatziert aus irgendwie. Autolader. Tomahawks. Okay, das hat klapp noch geklappt. Klapp, knack, klapp, geknappt. Nein. Ich baue für China. Rohre poliert und geschmiert. Okay, los geht's. Die Autolader sind bereit, General. Oh ja. Oh ja. China war sehr großzügig. Gute Entscheidung. Ich kann alles lahmlegen. Lasst uns bauen. Finden Sie einen besseren Standort. Find du einen, Junge. Wo muss ich mal alles machen? Find doch selber einen. Warnung. Partikelkanone geortet. Einheit verloren. Glückwunsch, General. Nein. Oh Mann! Nee, überhaupt nicht nervig oder so. Okay, ich brauch Panzer. Ey, die Menge an Tomahawks ist echt nicht cool. Nicht cool, sage ich euch. Veranda an die Veranda. Warnung. Partikelkanone aktiviert. Ich glaube, ich mache erstmal die Artillerie. Panzer kriege ich so oder so, aber ein Gegner irgendwie. Wo will die hin? Ströme mal nicht so in meiner Basis rum. Oh nein, meine Kaserne. Oder? Ich glaube, das geht noch. Oh. Gleich der nächste Strahl. Doch echt schade, wenn die Energie ausfällt, nicht wahr? Gut, fällt's. Ne, das ist der andere Dude. Panzerjäger hier. Zum Glück nehmen die nicht so viel Schaden durch die Tomahawks. Glückwunsch, General. Sie wurden befördert.
gleich noch bessere Artillerie dann danach. Ich mag große Ziele. Ja, ja, alles klar. So. Und die denkt also, sie ist die Einzige, die ihr Superwaffen spammen kann. Ja, verstehe ich das richtig. Das wollen wir doch gleich noch sehen. Den Ordenbonus muss ich auch noch verbessern für den Faustmaus. Und Propagandaturm zu verbessern ist auch eine gute Idee, weil der... Oh, wo das ist der Löcher? Partikelkanone geortet. Jetzt fangen die anderen auch noch an. Brrr. Ach stimmt, hat's eigentlich was gebracht? Hm, nicht wirklich. Geschützrohre bereit! Das Raketensoldat. Feindpanzer in der Nähe. Lasst uns bauen. Ein feindlicher Kommandobot wurde geortet. Na. Partikelkanone aktiviert. Ula, es ging's. Und das war's. Oh, Mann. Könntest du damit bitte aufhören? Danke. Ich komme mit Bulldozer nicht mehr hinterher. Gut. Vorwärts. Ich bräuchte noch Gatling-Panzer. Ich meine, ich habe zwar Gatlings auf meinen Overlords, aber ich weiß nicht, ob mir das reichen soll. Ein feindlicher Kommandobot wurde geordnet. Oh Gott, was kommt denn da? Laser-Invasion. Ja, ich glaube, ich werde hier ein bisschen mit Masse überwältigt. Ich brauche mehr. Oh, Mann! Warum baue ich das überhaupt noch auf? Ich meine, ich darf jetzt wenigstens gleich mal abschießen, aber... Das andere wäre auch der Abschuss, ne? Oh, jetzt sind halt meine ganzen Bunker weg. Wisst ihr, wie schön das war, bevor es mal nicht mehr schön war? Boost, vorübergehende Schaden. Das oder ein Panzerabwurf? Warnung. Partikelkanone aktiviert. Minen. Minen. EMP. Das lieber. Schon mal kurz Chat gucken. Stimmt, die hat immer ein S. Gespiegeltes S. Alles klar. Okay, zack. Einheit verloren. Das hört nicht auf. Das hört einfach nicht auf. Mal ernsthaft, das ist krank. Ein paar Streuminen, bitte. Ein feindlicher Kommandobot wurde geortet. Oh mein Gott, das hat ja auch schon gestrahlt. Lasst uns bauen. Ich brauch noch mehr. Partikelkanone geortet. Ich kann's nicht mehr hören. Okay, ich... konnte ich nicht irgendwo mal Gegner spähen? Irgendwie? Den beim Propaganda-Zentrum, glaube ich, irgendwie, ne? Nee.
Da, wo konnte das nur der Infanterie? Ah, doch, da. Satellitenzugriff. Ich würde gerne genauer sehen, wo ich hinschieße. Vielen Dank. Upgrade verfügbar. Oh nein, 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 nein. So, sehr gut. Warnung. Kanone aktiviert. Du hast Spaß, nicht wahr? Einheit verloren. Das sind nicht so viele Kraftwerke. Wie zur Hölle böllert die so? Einheit verloren. Wir haben eine Atomrakete gestartet. Ach du liebe Zeit, was ist denn hier schon wieder los? Oh my dear time. Ey, die überrennen mich schon wieder. Ja, na klar. Warum auch jemals die Chance haben, einen Bunker zu bauen? Boah, ist das ekelhaft. Das ist so eklig. Ich möchte lieber gegen die GBA spielen. Gehen wir wenigstens nicht mit diesen Luftschlägen die ganze Zeit auf den Sack. Andererseits, sie haben immer Schleichangriffe und so Zeug. Ey, das ist so krank stellenweise. Du kannst ja nicht mal Verteidigung bauen, die bomben dir sofort alles nieder die ganze Zeit. General, unsere Basis wird angegriffen. Warnung. Partikelkanone aktiviert. Ja, jetzt geht die natürlich hier weiter. Jetzt ist noch so ein Ding da. Ja, die schwere KI cheatet gewaltig, oder? In dem Spiel. Ich meine, ich sehe es ja schon bei meinen Verbündeten, wie schnell die Truppen rausspammen können. Das ist nicht mehr lustig. Und hi, da sind sie. Einheit verloren. Alter, war das für ein Anus, ey. Aber so richtig. Ich wüsste auch nicht, was ich tun. Also ganz ehrlich, mit dem Panzergeneral sehe ich gar nicht, wie ich da so weit komme, weil ich krieg nie die kritische Menge an Panzern gebaut, bevor der Gegner mich so in Grund und Boden schießt. Dann müsste ich selbst den Panzergeneral, den Atomwaffengeneral spielen oder irgendjemand, der auf Superwaffen geht und bunkern. Ich würd's mal mit dem Atomwaffengeneral probieren. Und die andere KI kriegt den Panzergeneral. Weil ich glaube, mit Bunkern und Atomwaffen bauen habe ich, glaube ich, mehr Chancen, als zu versuchen, das zu stürmen. Weil das ist die outmaßen mich einfach die ganze Zeit. Übelst. Okay. Versuchen wir es mal so. Mache ich mal Tau. Ich baue für China. Natürlich. Stimmt, verbesserte Atomreaktoren. China wird wachsen. Laserkanalkontakt, glaube ich, gut. Ja, Laserkanalkontakt eigentlich alles im Grunde. Artillerieträger. Atomwaffenbombe. Wir werden im Wohlstand leben. Ein guter Anfang. Sieht gut aus. So, jetzt mal überall die Nachschublager. Das war gar nicht mal so schlecht, dass da so gutes Geld reinkommt. China war sehr großzügig. Schön beendet, Genosse General. Ich baue für China. So, den vorgeschobenen Stützpunkt, da hole ich mir trotzdem. Soweit ich gesehen habe, kann ich hier auch mal einen extra LKW machen. Die haben verdammt lange gehalten, diese Vorratskisten. Wir sind fertig, Genosse General. Da bringt es, glaube ich, auch mehr, weil die da nicht immer einfach mal einen ewig langen Polonaise-Kreis fahren. Lasst uns bauen. Laden wir unsere Kiste voll. Schön hier. Unsere Kiste voll. Sehr gut. Große Pläne.
Wir sind ziemlich beschäftigt. Das sehe ich. Von Bauer so viel geschlossen. Lasst uns bauen. Gute Entscheidung. Ich baue für China. Lasst uns bauen. Sieht gut aus. Das Gebäude ist ein guter Anfang. Gemeinsam sind wir stark. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Ja, dann läuft's doch. Die Volksarmee. China war sehr großzügig. Ah, ja. Laden wir unsere Kiste voll. China wird wachsen. 4 gegen 4 und ich gehe hinten in die Ecke. Wenn es nur ein mittleres ist oder sowas, ne? Ich habe irgendwie das Gefühl, wenn man unterlegen ist gegen schwere KIs, das ist echt uncool. Ich frage mich auch, warum die... Oh, ich müsste euch ein Radar machen, ne? Ich frage mich echt, warum die stellenweise dann plötzlich so abgehen. Die KIs. Die Volksarmee. Schienzrück ist sehr großzügig. Das Gebäude ist fertig. Upgrade verfügbar. Stillgestanden. Bauarbeiten beendet, Genosse General. So. Da geht noch einer mehr, da geht noch einer mehr. Ich baue für China. Machen wir die Kaserne für die Propaganda-Zentren und die Webzentren da hinten hin. Laden wir unsere Kiste voll. Das sieht mir schon mal besser aus, wenn jemand anderes diesen Panzer-Spam macht. Also jetzt, der Infanterie-Spam kam ja nie so weit. Der Atomgeneral hat ja, glaube ich, auch nie so sehr gespammt, was Fahrzeuge angeht. Vielleicht bringt mir das auch als Verbündeten ein bisschen mehr. Ich habe das Gefühl, dass die KI vor allem mit dem Panzergeneral übelst abgeht. Der Atomgeneral war ziemlich zurückhaltend. Das wird mal ein hübsches Gebäude. So, ich glaube, die Forstmaus, die gucke ich mir nochmal an, aber ich glaube, die hatten ja dieses Nuklear-Upgrade schon von Grund auf. Es war putzig. Propaganda! Schön hier. Hast du dir Kratore... Ah, nee, stimmt, ja, stimmt, das hatte ich mir noch in den Hinterkopf gemerkt. Nee, habe ich noch nicht angeschaut bis jetzt. Aber kommt noch. Chinas Raketensoldaten. China war sehr großzügig. Das wird mal ein hübsches Gebäude. Hey, wenn ich mich beeil, kriege ich jetzt wahrscheinlich sogar die Atomwaffen vor. Wisst ihr was? Ich bomb die einfach mit Atomwaffen jetzt in Grund und Boden. Warum sollte ich mich hier großartig auf dem Feld die Finger schmutzig machen? Jetzt gibt's einfach Bumm. Ich komme einfach her und mach Bumm. Einfach so? Ich habe die sogar ein bisschen günstiger. Ich mach einfach Bumm. Sieht gut aus. Natürlich. Konstruktion abgeschlossen. Sehen wir mal nach. Bauarbeiten beendet, Genosse General. Ab geht er. Entscheidung. Lasst uns bauen. Webzentrum mache ich trotzdem noch. Finden Sie einen besseren Standort. Ich bin vielleicht sogar fertig vor ihr. Gut, okay, die Partikelkanone hat aber trotzdem eine kürzere Aufladezeit. Das ist das Problem. Warten auf Befehle. Ja. Also ich setze, wo ich hier... Ich kriege jetzt echt gut Ressourcen rein. Wir durchbrechen ihre Panzerung. Panzerjäger hier. Keine Beschwerden an dieser Stelle. Wir haben große Pläne. Wir durchbrechen ihre Panzerung. Ein hübsches Gebäude. Mehr Atomraketen. Ich bomb die ein. Ich schlag die mit ihren eigenen Waffen jetzt. Mit ihren eigenen Superwaffen. Gut, nicht mit ihren, aber ihr wisst, wie ich es meine. Kennst du das Spiel Factorio? Ja, klar kenne ich Factorio. Aber ich habe es nicht so viel gespielt. Aha. Patronengranaten. Mix können kleine Atombomben abwerfen. Warum nicht? Ich finde, das kann man mal machen. So, dann kommt doch zu mir. Bin ich nicht mehr derjenige, der Druck hier machen muss. Dann sollt ihr mal kommen. Gut, okay. Ich komme so oder so. Das ist jetzt nicht das Problem, aber... Oh, die sind so schön schnell. Ich mache mal Nukleargeschütz noch hin. Damit kriege ich nämlich die, die Werferchen ziemlich gut gekontert. Verlegene Raketenwerfer. Ist da eine Umgebung? Schön hier.
kam ein Bum-Bum. Aber nein. Wir werden im Wohlstand leben. Lasst uns bauen. Gute Entscheidung. Wo kriege ich dieses Upgrade für die? Wir sind fertig, Genossen General. Die Mutter aller Ihr nervt. Wir bringen Geschenke. Partikelkanone. Ja, diesmal war ich schneller, aber gut, ich kann trotzdem früher feuern. Aber gut, bei mir dauert es nicht mehr so viel lange danach, ne? Darf ich jetzt bitte aufbauen? Schieß. Ich müsste doch treffen können. Genau. Bumm. Glückwunsch, General. Sie wurden befördert. Warnung. Partikelkanone geortet. So, gleich mal schön die Arti reinfeuern dann. Ach, da war das. Verhindert das verbündete Einheit nach der Zerstörung von Zerstörung werden. Okay. Einheit verloren. Ich kann alles lahmlegen. Wir machen es einfach mal. Glückwunsch, General. Sie wurden befördert. Gehen die mir schon wieder auf den Sack, komm. Die kriegt ihr doch, die kriegt ihr doch. Deswegen habe ich euch hier platziert. Upgrade verfügbar. Einheit von Einwurf. Jetzt haben die da zurückgeschossen. Wir werden im Wohlstand leben. Die Nerven. Ich bin die Artillerie. Ein Panzer in der Nähe, Artillerie. Zweimal, komm, mach mal. Je weiter ich sie hinauszögern kann, desto mehr Atombomben kann ich da auf den Kopf kacken, bevor es bei mir rumstrahlt. Kacken vor Strahlen. Genau. Das wollte ich sagen. Aufhören bitte, danke. Upgrade verfügbar. Nee. Nationalismus. Kleine Atombomben, bitte, danke. Warte auf weitere Befehle. Maus, Einsatzbereit. Wir rücken vor. Wenn du weißt, woher sie kommen, lass die auf eine fixe Position schießen. Hab ich das eigentlich nochmal gemacht, Angriff? Ach ja, stimmt so, glaube ich. Warnung. Partikelkanone geortet. Aber ich weiß nicht wirklich, woher sie kommen. Oder ob sie wirklich vorhersehbar immer vom selben Ort kommen. Ich bin die Artillerie. Upgrade verfügbar. Ein Panzer in der Nähe. Wir werden im Wohlstand leben. Das Gebäude ist ein sehr guter Plan, Genossen. Systeme online. Ah, oh, die Flugzeuge können wir überwachen. Habe ich eigentlich... Ich habe alles kurz gestoppt, glaube ich, ja. Ich glaube, meine erste Atomrakete kommt sogar, bevor sie jetzt was machen kann. Ich glaube, ich brauche echt mehr Mix mit Atombömmchen. Die bringen mich weiter im Leben. Oh, vorbei? Schade. Einheit
Oh nein, schon wieder Bunkerbuster. Ich meine, die Dinger sehen geil aus, keine Frage, aber oh, es nervt. Warnung. Partikelkanone aktiviert. Wir haben ich kann das auch. Unsere Basis steht unter Beschuss. Oh Mann. Please not. Don't do this. Nein! Das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht. Warum genau hinterher? Okay, aber die überleben. Puh, ey, wie eklig war das denn? Ha. Ich hab's halt gemundet. Das ist einfach nur Superwaffen bewerfen gerade, aber egal. Ich kann alles lahmlegen. Wir bringen Geschenke. Ich bin die Artillerie. Ich baue für China. Sehr großzügig. Unsere Atomrakete ist bereit, General. Glückwunsch, General. Wir überlegen, ob ich mir den Atomraketen sparen soll. Komm, hier gleich nochmal die zwei Kraftwerke. Warnung. Partikelkanone aktiviert. Oh Mann. Boom. Oh, ich hab. Da hab ich die jetzt. Gute Frage. Bitte mehr Lastwagen. Das ist halt echt schnell. Warnung. Partikelkanone geortet. Wir werden im Wohlstand leben. Wo geht's zur Schlacht? Maschine ist startklar. Patrouillenflug. Alles klar, Genosse General. Wir durchbrechen ihre Panzerung. So. Man, natürlich kann die trotzdem noch weiter. Partikelkanone aktiviert. Ihre Kack-Partikelkanone böllern. Unsere Basis steht unter Beschuss. Ich bin gerade überlegen, Geld stehlen, Reparatur. Boost. Streuminen. EMP mache ich trotzdem mal und. Komm, Stufe 1 Geld klauen. Unsere Atomrakete ist bereit, General. Jetzt haben die mir schon wieder das. Nee. Einheit verloren. Noch nee, jetzt ist auch natürlich meine. Mann! Ja klar. Geht doch nach Hause. Mach's nur noch Gatlings, weil mit Bunkern, das ist, die werden mir immer wieder geräumt und abgeschossen. Ist doch doof. Ich warte mal auf mehr Atomraketen. Ich versuche mal wirklich einen tödlichen Schlag zu landen. Ja, geil. Ich baue für China. Ich kann alles lahmlegen. Es gibt immer einen Weg rein. Warte auf weitere Befehle. Bauarbeiten beendet, Genosse. Warnung. Partikelkanone aktiviert. Wohin? Nein, natürlich.
Natürlich. Und noch eine Erde. Oh, nicht schon. Das ist doch nicht mehr lustig, ey. Ja, die zerhackt's jetzt, natürlich. Gleich wieder aufbauen, ist okay. Dafür habe ich jetzt noch ein paar extra Hacker platziert. Trotzdem nervig. Kann ich da reinbomben? Würde das der Atombomber schaffen? Würde mich mal interessieren. Das ist sehr weit vorne, wenn da keine Dinger im Weg sind. Wir werden im Wohlstand leben. Könnten wir im Wohlstand leben. Kein System ist vor mir sicher. Konstruktion. Und ja, er schafft's. Einheit verloren. Das war nicht schlecht. Einmal so. Einmal so. Wir haben eine Atomrakete gestartet. Einmal so. Partikelkanone aktiviert. China wird angegriffen. Einmal so. Ist ganz stumm aus Atomraketen, ey. Unsere Atomrakete ist bereit, General. Was habe ich eigentlich erwartet? So. Das sieht schon mal gut aus. Machen wir mal kurz hier Alarm legen, für den Fall, dass es überhaupt funktioniert. Die anderen Turmraketen halte ich mal gerade ready. Für einen gepflegten Bumm. Warnung. Partikelkanone geortet. Jetzt kommen die anderen halt auch noch, aber die greifen dann wenigstens meine Verbündeten an wahrscheinlich. Aber wow, die haben auch schon mal bessere Tage gesehen, ne? Hey, der EMP hat funktioniert. Nice, damit habe ich mir jetzt echt gut Zeit verschafft. In der Zwischenzeit können sich die Atomraketen auch wieder gut aufladen, würde ich sagen. Apropos, machen wir mal mehr. Das war jetzt ein großer Fortschritt. Oh nein, musste das jetzt sein? Durch was kam das? Warnung. Partikelkanone aktiviert. Unsere Atomrakete ist bereit, General. Ein feindlicher Kommandobot wurde geortet. Hä? Irgendwas. Ach, die haben mir einen Reaktor zerstrahlt, deswegen. Kein Wunder. Da. Jetzt mal holen. Wann habe ich denn jetzt bitte den schwarzen Lotus aus? Bum, bum. Bum, bum. Na! Ich baue für China. Einheit verloren. Warnung. Ja, toll, das macht jetzt Sinn. Unsere Atomrakete ist bereit, General. Dankeschön. Das hätte ich alles verhindern können, hätte ich die Atomrakete funktioniert, aber nö. Wir haben eine Atomrakete gestartet. Es gibt Dinge, die werden einfach zu leicht, ne? Überall noch weitere Hacker verteilen. Das ist echt einfach nur krank. Jetzt ist erstmal wieder Stillstand. Jetzt ist aber noch... Mann, ey. Ich möchte nicht mehr gegen Überzahlen spielen. Das ist doch so frustrierend einfach nur. Wir sind unbesiegbar! Wir
Aber wir haben es eh schon kurz vor Mitternacht. Ich würde sagen, das reicht dann auch bei dem Gefecht. Wenn die anderen, meine Verbündeten machen ja auch nichts, die werden auch zurückgedrängt. Das bringt halt nichts. So. Einheit verloren. Vor allem mit diesen Partikelkanonen-Spam. Ich meine, bitte jetzt die Superwaffen reinzumachen. Ja. Dann kommt das Ding noch. Nee, ich glaube, das ist ziemlich für den Arsch auf die Art und Weise. Warnung. Partikelkanone aktiviert. Ja, jetzt haut die halt wieder die Partikelkanone raus. Die kann sich halt auch ohne Problem wieder aufbauen sofort. Einfach instant alles wieder da. Das wird so nix. Oh, auf jeden Fall schön, mit der Generous angeschaut zu haben, auf jeden Fall. Ja, das ist einfach krank. Das strahlt die ganze Zeit. Naja, ich weiß, dass ich zwei Atomraketen brauche für eine Partikelkanone, aber ich wollte jetzt nicht die Partikelkanone, ich wollte erstmal schauen, dass ich die Kraftwerke lahmlege, um mir genug Zeit zu geben, dass ich dann nach und nach die Partikelkanone freischalten kann, aber ja. Aber wie gesagt, selbst wenn ich einen Superwaffengeneral geschafft hätte, schaut euch das an, meine Verbündeten brechen auch ein. Irgendwie ist die KI nur effektiv, wenn der Gegner so spielt. Kommt mir so vor. Einheit verloren. Nee, das war's. Ah, passt ja. Wir haben ja ganz am Anfang ein paar Siege gehabt, aber wenn ich in Zukunft nochmal Spiele mache, mache ich keine Überzahlspiele mehr. Oder nicht gegen schwere KI Überzahlspiele. Das ist leicht deprimierend irgendwie. Warnung. Partikelkanone aktiviert. Weil der ist irgendwie alles, der geht alles am Arsch vorbei in der Richtung. Ja gut. Da wir jetzt Mitternacht haben, würde ich mal sagen, das reicht für heute. Ich meine, die Map an sich ist gar nicht mal so verkehrt. Ich meine, hier gibt es noch eine Map. Ich meine, sowas wie ein 2 gegen 2 gegen 2 gegen 2 könnte ich mir vorstellen noch irgendwann mal, aber nicht mehr heute. Ihr könnt mir aber noch Vorschläge schreiben bezüglich Mods. Was für Mods würdet ihr gerne sehen? Sollte ich nochmal einen Stream machen? Ich habe jetzt erstmal Vanilla gezeigt, einfach nur, ja, um es gezeigt zu haben, um dass wir mal wieder Vanilla gespielt haben. Ich weiß gar nicht, wie weit ich gekommen wäre, wenn ich heute eine Herausforderung gestartet hätte. Aber ich glaube, es passt so, wie es ist. Und ja, wenn ihr irgendwelche Mods empfehlen könnt, dann schreibt es einfach mal, sowohl im Stream als auch in die Kommentare später. Dann könnte ich die, wenn es nochmal ein Genre-Stream gibt irgendwann, dann mal mit diesen spielen. Je nachdem, wie gut ich die installieren kann und so. Ich habe sowieso schon viel an den Spielen rumgefummelt, dass es so ist, wie es ist. Okay, dann würde ich mal sagen, bedanke ich mich bei euch allen fürs Zusehen. Das sollte soweit jetzt erstmal reichen für heute, weil es ist jetzt einfach zu spät, um noch eine weitere Partie zu starten dann. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns bei weiteren Streams in der Zukunft, als auch bei weiteren Generous-Streams. Das könnte sehr gut sein, dass da noch welche kommen. Oh, guck mal, das sind Blauhelme. Ich glaube, die gab es auch nicht in der geschnittenen Version, ne? Aber ja. Wir sehen uns bei weiteren Streams, wir sehen uns vielleicht bei weiteren Genderless-Videos oder Streams, je nachdem, was noch so kommen mag. Und dann sehen wir uns mal. Bis beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zusehen und einfach nur bis zum nächsten Mal. Bye bye. Und aus. Tschüss.